Aber ja, ich bin jetzt grundsätzlich auf. Also, ich bin eigentlich hergefahren, um zu tanken. Habe mir gedacht, cooler Ort, um den Stream zu starten. Eigentlich hergefahren, damit ich. Das ist nicht 60 FPS und ich kann euch nicht erklären, wie sehr mich das triggert. Kann euch halt ehrlich nicht erklären, wie sehr mich das triggert. Verdammte Scheiße. Ja, an dieser Stelle nochmal kurz an Brett oder Bre Tim Side. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Servus, Lukas. Grüß dich. Servus, Night. Hallo. Danke für den Follow, den er offstream gedroppt hat. Heftiger Ehrenmann. Absolut nicht selbstverständlich, sowas. So. So, die Frage ist jetzt. Oh, wie gut man im Gegenverkehr fahren kann. Wie gesagt, ich bin jetzt auf OBS Studio gewechselt, aus dem einfachen Grund, dass es mir mit Streamlabs ein bisschen zu einfach zu nervig war. Auch mit den Alerts, dass die Alerts hängen, was absolut keinen Sinn ergibt. Also verstehe ich ehrlich nicht. Also, wie fahre ich denn hier am besten eigentlich wieder zurück in die Stadt? Ich glaube auf der Seite, oder? Wir geben uns in den Sektordienst. Ist die Qualität so aushaltbar? Es wird immer besser mit dem Namen. Ich habe keine Ahnung, was ich als Namen genommen habe, wenn ich ehrlich bin. Grüß dich, Maxi. Servus. Und er haut gleich einen Host raus. Er haut gleich einen Host raus. Wie schnell wurde ich gerade geblitzt? Wie schnell war ich? Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie. Ja, wie soll ich sagen? Irgendwie in die Nachrichten von der Polizei, also in den Dispatch, als Dispatch gekommen, verdammte Scheiße. So. Okay, das ist aber als Dispatch gekommen, verdammt. Oh, das ist sowas von als Dispatch gekommen. Das ist auf jeden Fall als Dispatch gekommen. So, ich habe nur noch 26 Euro. Verdammt. So, ja, passt, finde ich, klar. Servus, Hechi, mein Bester, servus. Ach so, das da meinst du. Ja, Entschuldigung, es ist halt immer so, so viele Namen auf einmal. Ich habe mich heute kaputt gelacht, als du geschrieben hast, dass du es dem falschen Moritz auf Instagram. Ja, ich dachte eigentlich, ich war mit meinem privaten Account drinnen. Und ich kenne privat nur einen Moritz und wollte es ihm schicken und das hat nicht so gut funktioniert. RIP Money, servus Yoshi, grüß dich. Robertson Hefto, servus. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ziemlich Arsch. Sag ich euch, wie es ist. Ich bin ziemlich müde. Ich werde heute auch nicht so lange machen. Einfach aus dem Grund, dass ich gestern. Servus, I want Mom. Dass ich gestern. Wo habe ich ihn da? Dort, wo ich wohne, gibt es eine große Straße, die ziemlich bekannt ist. Und ich habe die Straße. Ich musste auf der Straße parken, weil ich war gestern noch bei meiner Nichte. Musste auf der Straße parken und dann bin ich auf dieser Straße geparkt, wo ich um 6 Uhr in der Früh aufstehen muss, um das Auto wegzuparken. Ja. Und dann war ich um 6.15 Uhr im Büro, weil ich mir gedacht habe, fuck it, ich gehe einfach früh. Ich bin todmüde, also wirklich todmüde. Ich mache spätestens bis 21 Uhr, weiter geht heute nicht, aber wirklich nicht. Dafür macht man halt heute ein bisschen mehr Sektordienst. Ich glaube, ich habe das Problem bezüglich Editor gefunden. Was war's denn? Weil der Monte Chicken hat dasselbe Problem. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung wieso. Aus irgendeinem Grund hat er dasselbe Problem. So, oi, da steht der andere Erwähnter da. Oi. Ein Rot schaut ja schon böse aus, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir richtig. So, parken kann der liebe Richie aber nicht. So. So, Park Distance Control funktioniert. Alter, was ist denn jetzt?
Ah, jetzt sieht man meinen Mauszeiger, was ich nicht so toll finde. Aber wurscht. Das habe ich ja bei Streamlabs ausgeblendet gehabt. So, jetzt müsste es aber 60 FPS haben. Ich habe zwar nichts geändert, aber wurscht. Lassen wir das einfach mal so stehen. Servus. Fahren wir kurz zusammen. Servus. Hi. Braucht ihr mich? Nein, nein. Okay. Du bist 15 Minuten zu spät. Okay, nein, nein, ist okay, ist okay. Servus, Slovenian Paramedic. Grüß dich. Ich musste echt schmunzeln, wie du heute... War das heute? Ich glaube heute, wie du mir die Nachricht geschickt hast mit auf Jugo. Aladdin, der fliegende Teppich ist heute... Ist heute da. Wow, es hat nicht lange gedauert. Blitzer. Oh je, meine. Wer macht denn sowas? Schwerverbrecher. So, oh, hier haben wir einen Kollegen. Wer ist denn das, Havara? So, dann machen wir mal vorhin ein bisschen RP. So. Grüß dich, Fischi. Servus. So, oh, ist das schön, wenn es nicht leckt. Alter Schwede, ist das schön. So. Und die Qualität hat auch 60 FPS, verstanden. Ich darf einfach nicht als Admin starten. Bei Streamlabs musste ich als Admin starten, damit die Qualität hinhaut und es nicht leckt und... So, aber bevor wir in Dienst gehen, rauchen wir noch eine, hätte ich gesagt, oder? Was sagt ihr? Seit wann gehst du eigentlich im SPK in den Dienst? Seit ich einen Lambo fahre und bei der Rosaka-Szene ein bisschen offen steht. Bin in Efen, weil der liebe Himmel am Parkplatz schreien musste, der Herr Bauer fährt ohne Führerschein. Aldin, wie ist deine Meinung zu Eminem? Gut. Mag ich. Feier ich. Feier ich sehr. Tatsächlich. Feier ich wirklich sehr. Also, ich bin mit der Qualität, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass es keine 60 FPS sind. Ich kann mir nicht helfen. Rauchen ist ungesund. Ja, hast du vollkommen recht. Auf jeden Fall. C-Sharp, servus, grüß dich. So, Moment, dann machen wir kurz den da und den da. Jetzt will ich nämlich kurz was sehen. Hallo, Twitch, komm schon. Alter Lukas, mein Lieber, herzliches Dankeschön. Danke für den Sub, mein Lieber, im zweiten Monat. Danke, danke, danke. Mach den FPS-Zähler bei FFM an. Ich hab... Das ist nicht das Problem im FFM. Läuft das im Stream flüssig? Läuft das im Stream flüssig? Das ist das, was mich interessiert. Weil auf meinem linken Bildschirm schaut das absolut nicht flüssig aus. Servus, Elias. Ja, läuft. Okay. Na, in-game habe ich keine FPS-Probleme, Gott sei Dank. Danke, Lukas, mein Lieber, für deinen zweiten Sub. Der Stream läuft flüssig. Na gut, wenn das OBS anders darstellt, ist das auch okay. Achso, der läuft normal. Okay, na dann bin ich komplett beruhigt. Dann passt das. So. Sehr gut, dann muss ich kurz... Ganz kurz. Ist nichts dran auszusetzen. Sehr gut. Servus, Mundi. Grüß dich. Fahr ja auch ohne Führerschein, aber mit Fahrlehrer. Der war sehr zufrieden. Na super. Na schau. Immer die möchte gern Millionär, die seinen Lamborghini immer in die Garage stellt. Nee, Spaß. Was soll ich dir sagen? Ich bin halt abgehoben. Der MTC ist bei der Pol. Echt? Wo denn? Bin paranoid. Ach, da ist der MTC. Cool. Gut, dann holen wir sich mal kurz den Charan.
Hoppa. So. Kommt dann auch mal Content. Ja, wenn ich nicht gegen ein Garagentor laufe, auf jeden Fall, ja. So, fahren wir mal heute zivil mit dem Lambo. So, geht schon. Achso, muss ich da wieder raus. Abgehobener Teppich. Wortwörtlich, ja. Lol. So. Geduld ist keine Tugend heute mehr. Ja, ehrlich. Aber ehrlich, C-Sharp. Die Geduldigen werden belohnt, Tobi. Ich sag's dir. Servus, Feuerwehrboy. Grüß dich. So, komm schon. Geht schon. So viel zum Thema Geduld, by the way. Tobi, wann kam hier Content? Content kommt regelmäßig. So. Geduld, kann man das essen, ne? Augenscheinlich ist das nur ein Mythos. VU mit Personenschaden 61. Oh. Sektor 6 im Dienst. So. Aldin, willst du Geld waschen oder warum hast du das? Ach so. Von einem Billeidee noch. Habe ich vergessen, der Kripo zu geben. Muss mir den Lambo finanzieren, hallo? Servus, Markus, Baby. Alles gut bei dir? So. Ja, sicher und bitte. Ja, kann mich nicht beschweren. Ja, was glaubt ihr, wie ich meinen Lambo finanziert habe? Natürlich mit dem Billa Schwarzgeld, hallo? Hechi, das, was du mir gerade auf Discord geschrieben hast, ja, das hat der Monte mir auch gesagt, aber wie gesagt, es ist halt... Marvin, mein Lieber, herzliches Dankeschön für 10 Bits, danke, danke, danke. Ja, kann sein, dass es daran liegt, wäre mir aber neu, muss ich ehrlich sagen, dass mir das komplett neu wäre, weil es geht bei vielen auf AX und bei manchen geht es halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Ah, perfekt, ich habe nicht vollgeht. Oh, ich habe kein Geld mehr. Ja, fahren wir mal die Ehrenrunde hier um die Tankstelle. Perfekt, und dann heben wir noch mal kurz Geld ab. So. Achso. Moment einmal. So. Na, geh. Was für Meter. Sollt ihr wissen, wie ich meinen Lambo finanziert habe. Vor jemand kommt mit der Höhe. Admin-Job, Admin-Job. Nein, ist kein Admin-Job. So. Oh je, meine. Erstmal die Haberkornhütchen umhauen. Geht schon. Oh, Leute, bald haben wir Urlaubsgeld. Wie schaut's aus? Fliegt irgendwo hin? Macht irgendwas? Ist jetzt seit heute in Österreich sehr gelockerte Corona-Regeln in Kraft getreten. War echt weird heute, dass ich... Ich brauche schnell einen Arzt, bitte. Ja. Sektor 6 zum Dispatch. Sind zwar keine Ärzte, mein Freund. Achso. Verstehe. Alles klar, Feuerwehrboy. Aus dem Weg. Marvin, mein Lieber, danke für 10 weitere Bits. Ja, weil keine Rettung im Dienst ist. Wir fliegen nach Dublin. Alter Schwede, CS Spaces, wir reden gleich. Ja, ich mach kurz das RP und dann reden wir gleich. Servus, Wilder, grüß dich. Ich war schon mal in Dublin und ich musste gleich... Oh, ich kann dir so viele Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Dublin warst, aber... Aber Dublin ist schon ziemlich, ziemlich nice, muss ich ehrlich sagen. So, ist das geil, wenn man am Streamdeck einfach... Oh, Alter... Grüß dich, servus. Ich grüße dich. Was ist denn passiert? Ich bin ausgerutscht, da drüben ist der Boden so ölig wie in den ganzen Fahrzeugen. Mhm. Bin auf dem rechten Arm gefahren.
Okay. Oh je. Ich bin auf dem rechten Arm gefallen. Nach, wie nennt man das? Na? Alles klar, Markus, danke dir. So. So, ich habe jetzt die Feuerwehr gerufen. Die kann mit dem MTF heißt das, glaube ich. Ich habe da eh schon geschrieben. Okay. Achso. Wo tut es denn weh? Der Arm? So. Bitte? Der Arm tut weh? Ja, der rechte okay. Arm. Ich bin ausgerutscht auf dem. Okay. Auf dem Arm ausgerutscht, schon nicht schlecht. So, dann holen wir gleich mal kurz. So. Ich werde das jetzt mal provisorisch abbinden, ne? Also nicht super, abbinden, sondern verbinden. Ja, passt. So, legen wir den Rucksack mal kurz dahin. So, passt. So. Welcher Arm, rechts oder links? Der rechte. Der rechte, okay, Moment. So. Okay, da ist ja schon die Feuerwehr. Passt. So. Passt. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen drücken, aber damit halt nicht mehr Blut rauskommt. Ja. Nicht mehr Blut kommt, habe ich das jetzt erstmal verbunden. So. Hallo, servus. Negativ, das ist das gleiche, kommen. Servus. Servus, ja, ich habe ihm jetzt seine Armwunde verbunden, Druckverband draufgelegt, okay. Aber ihm geht's okay. Halt schlecht. Okay, ja, schau ich mal. Was ist denn passiert? Weißt du das? Es ist da drüben ausgerutscht an einer Ölpfütze. Okay. Grüß dich noch daher. Die Feuerwehr, was ist denn passiert? Ja, mein rechter Arm tut weh. Ich bin da hinten ausgerutscht. So, ich mal kurz mal den Rucksack. Okay. Bitte. Haben Sie sich den Arm gebrochen, glauben Sie, oder ist das nur eine offene Wunde? Ist noch nicht 22. So, ich lese gleich. An, Marvin, ich danke dir für 10 weitere Bits. Also so. Eher so der okay. Ganze Arm und eher stechen. Okay. Spüren Sie den Arm noch? Können Sie die Finger bewegen? Die Finger eher weniger und alles ist irgendwie so heiß am Arm. Eher weniger und so heiß, okay. Ja, ja, ich kann eine Verdachtsdiagnose stellen. Ich würde mal sagen, der ist stark, blutend oder auch noch stark, gell, haben wir gesagt. Mhm. Also das ist dann ein offener Bruch offensichtlich. Wir hatten mal notarztpflichtig, aber wir haben momentan leider keinen im Dienst. Ja, der Spektor, das ist schon sehr gut verbunden. Entschuldigung, wenn ich jetzt einen falschen Dienst gerade sage. Alles gut. Das passt schon, da brauche ich gar nichts mehr machen. Ich werde das noch schön schienen mit unserem Sam-Splint, damit wir da ein bisschen das entlasten. Das ist also eine Schiene, die wir bei den anderen Arm anpassen und dann, damit wir den Bruch, dass der sozusagen nicht mehr so viel Spielraum ist. Ich würde natürlich auf Zug jetzt nehmen, das tut vielleicht ein bisschen weh. Ah, alles gut, alles gut. So. Wir reden gleich, Leute. Ich lese gleich den Schuss wieder durch. Ja, so. Die wird mir eh schon abgenommen, aber ich habe gerade kein Auto. Tut mir leid. Okay. Jetzt so, ich werde jetzt den Arm auf Zug nehmen. Das heißt, ich ziehe mir einen Arm ein bisschen dran. Das tut vielleicht kurz ein bisschen weh, aber dann tue ich mir gleich die Schiene auf. Okay? Passt. Ich ziehe jetzt an. Danke. So, und dann tun wir die Schiene rauf. Sam Splint. Und dann tun wir... Schön per Haftrom wickeln und dann soll ich ihn jetzt festnehmen? Der hat eine Waffe gezogen, Leute. Jawohl, passt. So. Soll ich ihn jetzt festnehmen? Soll ich Schmerzen schon ein bisschen weniger werden? Ja, geht schon wieder besser. Sehr gut, dort bleibst du sitzen. Ich frage dich, wenn ein Auto da in der Nähe hin, dann braucht es nicht so weit gehen. Ich komme gleich wieder. Eigentlich schon, genau, Waffe. Ich kann ihnen auch die Pistole wieder geben und ich kann sie dann wieder um 22 Uhr abholen, weil dann bekomme ich mein Auto. Platz. Ja, wären es so lieb, dass sie das kurz machen. Ja. Marvin, mein Lieber, danke schön für den Follow. Weil dann erspare ich ihnen die Achter. Passt. Um 22 Uhr können sie es am SPK wieder abholen, ne?
Ja, 22.15 Uhr kommt mein Mercedes geliefert, hat der Auto Hausbesitzer gesagt. Glauben Sie, dass wir schaffen, zu Fuß zum Auto umgehen, oder muss ich einen Tragsessel holen? Ein Tragsessel wäre mir lieber. Ja, selbstverständlich. Deswegen haben wir ihn ja da. Muss ich da irgend so ein Blatt ausfüllen oder so dann fürs SPK das oder soll ich... Nein. Das machen Sie ein Sicherstellungsprotokoll. Kann ich gleich schreiben. Sehr gut. Puh, ich habe noch nie ein Sicherheitsprotokoll. Ich fahre mit dem da ins AKH, falls du noch ja, passt. Ich fahr eh wieder hinterher. Ich muss ihm noch ein Sicherstellungsprotokoll abgeben. Ja, okay, passt. Ist nicht kritisch, wir brauchen nicht einsatzmäßig fahren. Außer du hast dort eilig. Nein, überhaupt nicht. Passt. Ja, passt. Gut. Alles klar, danke dir. Super. Passt gut, dann. So. Jetzt müssen sie mal aufstehen kurz und kurz stehen bleiben, das geht leider nicht anders. So, dann tue ich schon so. Ist aus dem Job, jetzt naja, einsteigen. Im Job. Wird das? Der Herr, alles gut bei Ihnen? Es geht ja. So. Da gibt jetzt einen Kreislauf ein wenig zusammenhauen. Vielleicht haben sie ein bisschen einen Volumenschock. Ah, das wird... Verloren haben, jetzt bitte einsteigen, er gibt um. Kann das bitte wegklippen? Ach du das Scheiße. Ist... Alter Schwede. Kannst du eigentlich auch Rettung fahren? Eigentlich schon. Sektor 6 mit einem Zwischenbericht. Die verletzte Person wird mit der Feuerwehr ins AKH transportiert. Können sicher, wenn der Fuchsel mir die Erlaubnis gibt. Ich war ja mal bei der Rettung, aber bin da halt rausgegangen und mittlerweile bin ich halt nicht mehr dort. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es ein so großes Problem darstellen wird. Eventuell mal mit dem Brunzi gemeinsam, schau mal. Können wir mal schauen. Alter Schwede, war das gerade lustig. Alter Schwede, ich bin gerade gestorben vor Lachen. Ich hoffe, der Nightbot sperrt die Links nicht. Oh ja, RK-Dienst. Also RK-Dienst habe ich ja mit dem Patch schon zweimal gemacht. Ich muss ehrlich sagen, RK ist nicht so cool. Ich finde das Rote Kreuz super. Sektor 6, Kepo 4. Kommen. So, dann sind wir schon da. Ich hole noch schon meinen Jogsessel wieder, dann können Sie sich gleich wieder einsetzen. Ja, hätten Sie gerade Zeit? Ist es dringend? Jein. Ja, ich muss für den Herrn da im... Der hat noch seine Dienstwaffe am Mann gehabt von Vienna Values. Ich hab die jetzt entgegengenommen und der holt sie dann um 22 Uhr ab. Brauche ich dafür ein Sicherstellungsprotokoll oder kann er sie sich einfach später abholen kommen? Na, wenn der eh direkt zu Ihnen kommt und Sie ja eh wissen, worum es da geht, brauchen wir kein Sicherstellungsprotokoll. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß halt nicht, ob ich bis dahin noch im Dienst sein werde. Aber ja, schauen wir. Bitte, kommen Sie. Ja, ich habe da im Eingangsbereich einen Herrn stehen. Der erzählt mir gerade, er hat gestern auf einen Kollegen geschossen und einen Juwelierüberfall begangen. Nachdem ich gerade alleine im SPK bin, wäre super, wenn Sie mich bitte bei der Festnahme unterstützen würden. Ja, verstanden, mache ich. So, ich sag dir nochmal kurz. Danke. Komm die Waffe dann bitte direkt bei mir abholen, ich muss dringend weiter. Okay? Okay, passt. Passt. Ja, um 20.15 Uhr ungefähr. Ja, wenn ich heute nicht da bin, dann kriegst du sie halt erst morgen, wenn das kein Problem ja, ist. Ja, ich brauch sie. Alles klar, passt, danke dir. So, Sektor 6 unterwegs in Richtung SPK 1. Oh, servus. Servus. Oje, der Brunzi. Oje, der Brunzi. Ludwig 2 im Dienst. Oh, keine Polizeipresse mehr. Ludwig 2, Kripo 4. Hört. Können Sie bitte SPK-Eingangsbereich kommen? Da ist irgendein Herr, der sich stellt wegen irgendeiner Führerscheinabnahme. Ja, verstanden. Ich zieh mich gerade um. Ja, passt. Danke. Informativ, der Ludwig 9 ist auch vom Mittagessen zurück.
So, meine Lieben, es tut mir leid, falls ich irgendeine Chatnachricht gerade nicht vorgelesen habe. Ich merke, es ist einiges los. Ja, sehr schön. Wenn Sie mich dann auch noch unterstützen. Sektor ist gerade am Weg. Wir haben im Eingangsbereich einen Herrn, der gestern auf einen Kollegen geschossen hat. Würde um die Festnahme gehen. Servus, Dominik. Ja, verstanden, bin unterwegs. Sektor 6 eingetroffen. Oh je. Jetzt seht ihr mir richtig? Mhm. Ach so, wegen der Führerscheinabnahme? Natürlich. Na, da kommt gleich ein Kollege, Okay. Ich muss festnehmen. Viel Spaß. Danke. Bitte. Ja, ich hab gestern... Der hier ist nicht wegen einem Führerschein da, der hier ist wegen der anderen Sache da. Alles klar. Na gut, der Herr. Sie dürfen sich einmal umdrehen. Haben Sie irgendwas einstecken? Nein. Gar nichts. Ist der Dame, klar, oder? Ich sei einmal kurz durchsuchen. Ich glaube, das ist der Dame. Wie ist denn der werte Name? Dame aus Antoro. Perfekt, danke. Die ganze LPD, die im Dienst ist, im Eingangsbereich. Weiß nicht, war da gestern von euch jemand dabei? Bei einem Juwelierraub? Ja, der Herr gibt da einen Juwelierraub und dann irgendwie auf einem Motorrad unterwegs gewesen und auf einen Kollegen geschossen. Ich nicht, nein. Okay, gut. Offen ist nichts. Naja, ich hab geschaut, wenn du schaust, da die letzte Anzeigenlegung, die offen ist. Das dürfte das sein. Ja, ist wieder mal niemand da, der da dabei war, das ist halt, jo. Aber gut, der Herr, wir bringen sie mal runter in den Verhörraum. Ja. Und dann reden wir unten weiter. Gut, mich brauchst du nicht weiter, oder? Na, danke. Jetzt sind eh ein paar Kollegen da. Ja, passt. Das passt. Herr Chefinspektor? Bitteschön. Ich habe was für Sie. Ja. Guter Herr. So, der Richie ist übrigens Chefinspektor geworden, Leute. So. So, wo haben wir denn? Folgen wir einmal. Bitteschön. Ich danke dir. Na gut. Hast du das noch von den letzten Tagen oder was? Ja, das ist von vorgestern, glaube ich, oder okay, so. Okay, nein, passt. Alles klar. Passt. Ich wünsche dir was, gell? Jawohl, bis später. So, ich wäre auch gern Cop of AX. Ja, zu jung? So. Genau, ja, und dann machen wir 50-50 Fischi. So schaut's aus. Darf ich vorstellen? LPD Wien. So. Genau, ja. Ja, schau, du hast das System einfach ausgetrickst. Du weißt schon, wie das hier bei uns läuft. Ganz einfach. Was glaubst du, wieso genau Richie und ich die zwei Lambos haben? Ist ja eigentlich, liegt offen auf der Hand. So. So, ich chill mich mal ganz kurz wohin und lese kurz die ganzen Chat-Nachrichten durch. Ich habe, glaube ich, wen vorher nicht vorgelesen. Allgemeine, grüß dich, mein Bester. Servus. So. Wie alt bist du denn? So. Du musst nochmal. Genau das war's. Wo habe ich meine. Da. Es gibt so viele schöne Lieder und ihr kommt mit fucking Beat It. Ich weiß nicht, ob sie gestimmt ist. So, die lege ich jetzt wieder zur Seite, weil ich werde sie heute wahrscheinlich ein bisschen öfter brauchen. So, Emil, bilde ich mir ein, Emil? Also nicht der Lord Schnee, sondern der CS Spaces. Du fliegst nach Dublin, ich war 2015 in Dublin und ich muss ehrlich sagen, wenige Länder und ich bin absolut nicht irgendwie informiert dorthin gegangen. Ja, Tenerife Sea zum Beispiel. Komm gleich, Maxi.
Servus Fredle, grüß dich. Ich bin voll unvoreingenommen nach Dublin geflogen. Gar keine Infos eingeholt, gar nichts. Also wirklich genau gar nichts. Und wie soll ich sagen? Ich will unbedingt nochmal nach Dublin. So schön ist es dort. Das kann ich euch nicht erklären. Dublin, Irland ist so generell. Irland ist so ein schönes Land. So viel Grünfläche. So ein schlechtes Wetter. Also wirklich, das Wetter ist wirklich katastrophal schlecht. Muss ich euch ja ehrlich sagen, das Wetter ist wirklich, wirklich schlecht dort. Aber grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, hat mir Irland sehr, sehr gut gefallen. So, wo haben wir, dann muss ich jetzt kurz mal... So, Wilde habe ich schon, glaube ich, begrüßt. Willst du mir mit dem Lenkgranatenwerfer umbringen? Nein. So. Unser Urlaub von mir und meiner Familie ist für August geplant. Pauli, wohin fliegt ihr denn? Oder fährt ihr, wie auch immer. Ich bin fast immer in Wien. Sturz, Mahlzeit, so. Dot Pixels hat eine Frage gestellt, ich weiß aber nicht, ob er noch da ist. Dominik, alles spitze. Wie jung bist du, Dominik, eigentlich? Okay. Was ist, wenn Chinesen nach Deutschland reisen, müssen wir dann nach China Kartoffeln? Was? Ach so. Oh, bruh. Nein. Zell am See ist auch sehr, sehr schön. Zell am See ist auch sehr, 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 sehr schön. Wenn das jetzt nicht auf der Autobahn ist. Na, Glück gehabt. Glück gehabt, Chesna. Kannst du Elias, Elias war der Name, Elias, ja passt. So, ist nochmal geblitzt worden. Bei derselben Stelle? Aha. War der gut oder war der gut? Ja, gib auf ihn mit einer Anfrage. Kann da mal irgendwer schauen, Richtung der Blitzer mit Luxus. Das sind jetzt gleich schon die sechsten Blitzer innerhalb einer halben Stunde. Ja, der Kripper 2 übernimmt das. Ich fahr jetzt einmal ins Autohaus und werde das einmal sagen, dass sie sind das ein wenig unterbinden. Ja, Sektor 6 kommt mit ihnen mit. Wieso sagst du, dass ich zu jung bin? Na, wegen dem, was du gesagt hast, du würdest gern zur Feuerwehr gehen. Beim Glocknerurlaub und eine Woche in Düsseldorf. Geil. Servus René, grüß dich mein Bester. Ludwig 9 wird im SBK 1 nicht mehr benötigt, für mich die Weiterfahrt. Ist der Ritchie jetzt schon losgefahren? Achso, Autohaus. Was ist einer, der im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Wow. Ludwig 2 ebenso Ausfahrt. Ich glaube, ich spinne. Der Hauptplatzpark ist weg. Der Hauptplatzpark ist weg. Oh mein Gott. Ich weiß, woran es liegt. So, wäre gut zu wissen. Kripo 2 für Sektor 6. Komm an. Ja, ich bräuchte sie danach ganz kurz. Ja, halb AFA-mäßig, wenn sie kurz Zeit hätten. Und ein weiteres Funkmittel bitte ebenfalls. Ludwig 2. Verstanden, danke. Wir fahren kurz zum Autohaus und sobald wir zurückkommen, sagen wir Bescheid. Weil das will ich jetzt wissen, weil ich weiß, Richie und ich sind die Einzigen, die diese Datei rausgelöscht haben. Jetzt will ich sehen, ob es beim HG auch weg ist. Ludwig 2 beim SPK. Servus, Mostheads! Mostbits sollte ich dich nennen, nicht Mostheads, Mostbits. Köper 2 und Sektor 6 eintreffen mit Motor.
Ludwig 9, kurz außer Dienst, dezente Hörfehler. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Schneider? Ja. Sind Kollege, Sie gerade mit einem, wie soll ich sagen, Probefahrtfahrzeug herumgefahren? Alter, Moses. Könnte durchaus sein. Könnte durchaus sein, okay. Hm. Kann das sein, warum? Dass Sie ein paar Mal blitzt worden sind, Herr Kollege? Auf der Autobahn, ja. Ludwig 2, eintreffen. Heika, danke schön für deinen Follow und Moses, danke dir mal lieber für 300 Bits. Deswegen okay. Haben wir so gedacht, wir schauen jetzt da mal her und schauen einmal, wer ach so. Da. Ach so. Na, das war ich. Okay. Auf der Autobahn aber. Okay. Ja, die Blitzer waren eh auf der Autobahn, um das geht's eh nicht. Passt. Okay. Na gut. Deswegen gut. Kommen gleich so viele, oder wie? Ja, das hat andere Gründe, wieso ein anderer Funkwagen jetzt dazugekommen ist. Passt, na dann fahren wir, Burschen, gell? Jawohl, passt. Passt auf mich auch. Bye-bye. Ja, ich auch. Passt. Tschüss. Bis nachher. Ja, tschüss. Ich habe eigentlich gemeint, dass er dort warten soll. Grippo 2, Sektor 6 und der Ludwig Keiji da zum Hauptplatz. Ja, verstanden. Ludwig 2. Verstanden, danke. Ludwig Keiji, keine Ahnung, welche Funknummer er hat. Der Funkrufnamen er hat. I have no idea. Hab das AX-Pack vollständig, okay. Ja, Ludwig 2, ich glaube, wir fahren ohne. Ohne. Tobi, wie lange hast du das nicht mehr? Auf den Parkplatz, bitte. Seit heute joinen, alles klar. Okay. Na, alles gut. Gut, du, sag mir, ob du den Hauptplatz jetzt normal siehst. Ja, schon seit dem Nachmittag. Schon, gell? Ja. Okay. Seit Nachmittag hast du schon gesagt. Du, David, kannst du auch mal kurz schauen? Schaut bei dir. Züglich? Ich weiß nicht, ob du das vorher, also das ist kurz OC, ich weiß nicht, ob du das davor schon gesehen hattest, aber der Hauptplatz hatte davor so einen komischen Bug. Kennst du das? Hast du das schon mal gesehen? Ja, den komischen Bug, was der immer war. Genau, mit den Würfeln und so weiter. Genau. Den hast du auch nicht mehr, oder? Wenn's doch der hat mich die ganze Zeit gestört, aber ich sehe gar nichts mehr. Jetzt siehst du gar nichts mehr, okay. Nee, nicht. Nö. Also es läuft. Es funktioniert, auf jeden Fall. Okay, passt. Dann könnt ihr schon weiterfahren. Weil alles, ich hab jetzt geglaubt, Richie, eventuell liegt das dadurch, dass wir die seine Datei entfernt haben aus dem Grafikpack. Weil das hätte dann Sinn ergeben, aber er hat das ja auch nicht gemacht, von daher. Nein, ich glaube, das ist seit dem letzten. Hm? Ja, seit der letzten Sonnenwende ist das. Ist das okay. Verstanden. Also zumindest heute am Nachmittag, ich bin da meistens, was da unten durchfährst. Okay. Vom Mäcki Richtung Ostautobahn, dann siehst du das. Aber. Mhm. Heute am Nachmittag gar nichts mehr gewesen. Also okay, na passt. Alles klar, läuft, dann. Läuft wieder alles. Das freut mich, passt. Danke dir. Ja, passt. Sektor 6, Ludwig 2 und Grippo 2, die weiterfahrt. Marvin, schon wieder 15 Bits. Danke dir, mein Lieber. Danke. Hoppala. Da verstecke ich mich gleich. Vor Scham, dass du dein Geld wieder bei mir da lässt. Danke dir, mein Lieber. Hoppala. Seit heute joinen. Ja, scheinbar. Scheinbar funktioniert das jetzt. Was macht die Datei, die ihr gelöscht habt? Beim Aventador hatte ich den Bug, dass ich alles in Chromfarben gesehen habe. Keine Ahnung wieso. Und das ist jetzt durch das Löschen einer Datei ist das jetzt weg. Und jetzt funktioniert das. Keine Ahnung wieso. Aber das ist jetzt nur mein Augenbild. Das heißt, diese Datei könnte man eventuell entfernen. Ich habe der Sam gerade geschrieben, ob sie irgendwas am Hauptplatz gemacht hat. Nope. So, Moment.
schaue ich mal kurz dem Rainer auf WhatsApp. Weil das würde mich jetzt brennend interessieren, wieso der Bug auf einmal weg ist. So, Moment. So, was haben Italiener und Franzosen gemeinsam? Sie essen beide Pizza Baguette. Wow. Servus, Whitebeck. Servus, Leonie. Grüß dich. THWMS, also Dominik, du bist jetzt bei Ding, oder? Bei Radarz. Der Ludwig 9 wieder beinen. Ach Leute, hört auf mit diesen Flachwitzen, bitte. Beim Radarz und bei Rasfinag, okay. Marvin, schon wieder 10 Bits, danke dir, mein Lieber. Übrigens, Leute, jetzt seht ihr oben, müsste es zumindest jetzt so sein, bei mir sehe ich es zumindest. Seht ihr jetzt oben die Bit-Anzahl von den wirklichen Top-Donatern der Bits und nicht immer wöchentlich. Ah ja. Alter Mostheads, Kollege, was stimmt denn nicht mit dir? Danke für 1000 Bits, mein Lieber. Danke, danke, danke. Hast fast mein Mittagessen heute abbezahlt. Wahnsinn, dein Support ist einfach, das ist... Jetzt bist du schon auf 45.622. Was gab's? Beim Biller war ich. Heute war ich nur beim Biller. Aber wenn ich beim Biller einkaufen gehe, dann könnte es sicher sein, dass ich nicht unter 10 Euro ausgebe. Und was gab es zum Essen? Ja, ich bin ja gerade auf Diät, deswegen... Alter Schwede. Moos jetzt, mein Lieber, danke dir für 500 Bits. Wahnsinn. Ah ja, der berühmt-berüchtigte Bug bei der Feuerwache Favoriten. Keine Ahnung, wieso das so ist. Aber lassen wir das einfach mal so da stehen, ja? Was ist entspannend? Der Tod ist weg vom Fenster. Oh je. Heute, ich mache eine Diät, jetzt so eine Eiweiß-Fett-Diät. Ich kenne die Keto-Diäten. Die gibt es ja schon ewig und 3 Tage. Und das ist eine Diät, wo dein Körper in Ketose geht und isst so wenig wie möglich oder eigentlich gar keine Kohlenhydrate, nur Eiweiß und Fett. Und dadurch glaubt der Körper, dass du nichts zu dir nimmst und greift auf die Fettreserven im Körper zu. Weswegen man ziemlich schnell ziemlich viel Gewicht verliert, was bei mir zwingend notwendig ist, muss ich ehrlich dazu sagen, weil ich habe seit Corona da ist massiv zugenommen. Also wirklich massiv zugenommen, dass das nicht mehr feierlich ist. So. Und deswegen habe ich heute so Putten Cabanossi, so wie nennt man das, dieser Cottage Cheese, Frischkäse, ein Red Bull hatte ich, was hatte ich noch, also ein zuckerfreies, mehr fällt mir ehrlich gesagt nicht an, weiß ich nicht, irgendwas hatte ich da, also ich habe insgesamt heute 10 Euro ausgegeben. Der Ludwig 9 übrigens. Okay, kurz hoch. Ludwig 2 unterstützt. Okay. Ja, dann unterstützt man mal nicht, weil wenn so viele Kollegen zufahren, was ja bei einem Auto Idee nicht wirklich notwendig ist. Außer das Gerät in Verfolgung meinetwegen und dann lässt sich ja darüber streiten, aber wisst ihr, was ich meine? So ist nicht notwendig, dass jetzt so viele Kräfte dorthin fahren. Ludwig 9 eintreffen, Kripo 2 eintreffen, Ludwig 2 eintreffen. Otterkringer, die Beste. Most jetzt, bist du aus Wien? Deswegen sage ich, Maxi, zuckerfreies Red Bull. Nur zuckerfreies Red Bull. Ja, wenn es eine Waffe ziehen, ist es ja super. So, perfekt, kein Problem. Bin ich voll dafür.
Also diese, ohne Scheiß. Alter Schwede. Er hat sich zumindest gestellt. Er hat sich zumindest gestellt. Was steht da? Pet irgendwas? Moment. Ah, halbe Verwandtschaft. Okay, okay. Cool. Wie viele Spieler habt ihr zum Server? Ja, gerade nur 40, aber ich sollte unter der Woche. Also 38. Am Wochenende meist so 50, 60. Aber dadurch, dass auch heute wieder alles geöffnet hat, sind halt weniger Leute da. Weißer Hai, mein Lieber, herzliches Dankeschön für deinen Follow. Sehr sympathisch. Ich muss ehrlich sagen, wenn Leute in meinen Chat kommen, komplett neu, und nur was reinschreiben und eine Frage ohne irgendwas Hi oder sonst was zu sagen, sind das meistens Leute, die auch ja, nie wieder sonst... Kräfte im Außendienst, informativ von Kripo 2. Wir Moment. Sind alarmiert worden zu einem Fahrzeug, vermeintlichen Fahrzeug-ID, beziehungsweise einem gestohlenen Fahrzeug bei Wiener Veles Garage. Die Herrschaften vor Ort haben eine Täterbeschreibung abgegeben. Es handelt sich dabei um einen Herrn, männlich, ungefähr 1,80 Meter groß, rote Haare und zum Zeitpunkt der Siedlungstruppe her schwarz. Seid mit den Wiener Welles-Transporter unterwegs, bitte mehr im Dienst darauf achten und eventuell Kontrollen durchführen. Sektor 6 verstanden. Tschüss, Fredel, mein Lieber. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber sie waren sehr abgehakt. Habe ich das richtig verstanden? Nateta ist mit einem Wiener Velos-Fahrzeug unterwegs. Ich will jetzt schon wieder Geld rausschmeißen. Ist so positiv. Aktuell im Wiener Velos-Fahrzeug unterwegs. Rote Haare und zum zweiten Teil, also gerade trugen schwarz-gelbe Kleidung. Hoppla. Ja, verstanden. Das mit dem Fahrzeugfarben ist noch nicht gefixt worden. Du bist aber der beste Brunz. Du gibst so viel Geld bei mir aus und sagst, du willst aber X nicht so viel Geld ausgeben. Five Head Move. Wundi, meine Liebe. Oje. 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 Gute Nacht, Emil. Wieso, Wundi? Wieso? Alter, ich hab gewusst. Ich hab so gewusst, dass Monster jetzt auch nochmal 100 Bits raus haben wird. Ich hab gewusst. Das war so klar. Sektor 6, kurz Ohrenschmerzen. Alter Schwede, Leute. Ja, jetzt kommt auch Most jetzt noch. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, das ist ja ein Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Ah, die Joints im Inventar. Ah. 66 wieder 1 ist bereit. Ich benötige ein Kripo-Mittel übrigens. Stimmt. Da war ja was. Ja, der Kripo 4 wieder EP. Frage, Standort? SPK. Ja, ich bin unterwegs zu Ihnen. Ja, informativ. Der Kripo 2 platziert sich da bei Wiener Bres Garage. Und haltet auch schon auf dem... Alter Schwede, Leute. Alter, Mosteds. Joints loswerden, ja genau.
erzähle euch gleich, oder ihr hört gleich die Story, woher das kommt. Ihr hört gleich die Story, woher das kommt. Das wollte ich ohnehin machen. Alter Schwede, Leute, ich bedanke mich gleich bei den Bits, aber ich kann nicht jedes Mal den Stream abbrechen. Hast du safe gemacht, damit du Geld verdienen kannst, Maria? Mahlzeit, Finja. Muss ich gleich wieder tun. Informativ, ich bin in der Garage unten. Ja, verstanden. So, wir sind gar nicht abfahrbereit, möchte ich anmerken. Gar nicht. Ach, das Auto trifft sich sehr gut. Ist das dein Müllwagen? Ja. Der M48-2, oder? Ja. Ja, Moment. Ich gebe dir das in die Hand, weil du wirst mir nicht glauben, was ich habe. Okay, gib mal her. Bitteschön. Mhm, okay. Ist beim, ich sag mal so, es ist beim Gebrauchtwagenhändler. Also dieser, wie heißt dieser Gebrauchtwagenhändler halt, weißt du, dort, wo die Autos da stehen, wo die Spieler das, die Einwohner das hinschicken. Von der Groves. Ja, genau. Und das wurde dort im Kofferraum gefunden. Aber ich konnte an dem Kennzeichen niemanden finden und ich habe ihn da am Handy halt in der Grätzelbörse geschaut. Und konnte auch keinen ausfindig machen, der das hätte verkaufen können. Und das Ding ist, in diese Fahrzeuge kannst du alles reingeben, weil die nicht versperrt sind zum Probefahren eben. Oder dementsprechend ist das halt nicht wirklich nachverfolgbar, aber ich habe es dir trotzdem mal gegeben. Okay, perfekt, danke dir. Hast bitte gerne, Papa. Ciao. Alter Schwede, Leute. Ich muss gleich erstmal fett zählen. Und der kommt mit 688 Bits. Hä? Wieso? Alter, Most Hits. Du hast fast 50.000 Bits dagelassen. Weißt du, wie viele Bits das sind? Das ist so unmenschlich viel. Alter Schwede, wann hört das denn auf? Affe 384. Danke dir, mein Lieber, für deinen Follow. Danke. Kommt gleich durch. Dauert noch, bis die ganzen Bits fertig sind. Meine Fresse. Alter Schäde. Hör mir auf. T4. Gibt's Crime auch? Natürlich gibt's Crime, ja. Oh mein Gott, Leute, das ist so schön, wenn der Hauptplatz nicht buggy ist. Oh mein Gott. Oh, das ist so schön. Oh, da fahr ich doch gleich so liebend gern vorbei. Das kann ich euch ja nicht erzählen. Wie gern ich da vorbeifahre. Uff. Das hört halt einfach echt nicht auf. Wieso übertreibt mein OBS Studio mit der Bitrate? Also ich habe 6000 eingestellt, haut 7000 rein, alles klar. Alter Schwede, es ist tatsächlich vorbei. Karlsplatz, jawohl. Fun Fact, meine Freundin wohnt dort in der Nähe. So Leute, ich muss mich ganz kurz mal bei allen bedanken. Ich freue mich auch tierisch, wie sehr ich über die neuen Leute, die gerade dabei sind. Also Weißer Hai lese ich zum ersten Mal auch aktiv im Chat reinschreiben, finde ich super. Heika 888 auch lese ich auch das erste Mal, auch wirklich, finde ich voll cool. Danke, freut mich, dass euch der Stream gefällt. So, Likas, aka Lukas, der Vertipper, grüß dich. Oh, du hast in 13 Tagen Geburtstag, Lukas. Nicht schlecht. So, kurz mal die Bits vorlesen. Das ist ja heftig, was da jetzt gerade abging. Alter, Most Hits. Gut, fangen wir mal mit der lieben Wundi an. Sie hat angefangen mit dem Bit-Simulator.
Wundi, dankeschön für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Für 1245 Bits. Danke dir, mein Lieber. Danke, danke, danke. Alter. That's how I know that I'm unstoppable. Alter Waylander. Danke für 1000 Bits, mein Lieber. Alter Schwede. Ihr seid so Wahnsinn. Das ist unglaublich. Most, jetzt Dankeschön für... So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Das ist ein bisschen... lada. So, danke dir für 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, für 2888 Bits. Alter Schwede, das ist schon wirklich eine 66. Weiterfahrt. Das ist schon wirklich... Alter Schwede, hat mich das gerade erschrocken. Alter Schwede. So, jetzt habe ich Tippy-Stream nicht offen. Was für ein Five-Head-Move. Weil ich habe jetzt... Alter Marvin, mein Lieber, danke für 5 Euro. Danke, danke, danke. Er schreibt Trinkgeld nach den restlichen Bits, die ich noch hatte. Wahnsinn. Alter. Gibt es auch eine Möglichkeit, unter 18 Kopf zu werden? Ah. Eher schwer bei uns. Eher schwer, weil wir halt sehr viel Wert auf gutes RP legen und wir haben ja auch viele echte Polizisten bei uns. Ich möchte jetzt keine Namen nennen oder ähnliches, aber wir haben viele echte Polizisten da, die auch großen Wert auf eine gewisse Reife legen. Dementsprechend ist das immer ein bisschen schwerer. Servus, Gary, grüß dich. Wann hast du Geburtstag? Am 27. August. Wird es einen kleinen, aber feinen Geburtstagsstream dann geben. Eskalation pur, ja. Das ist in dieser Community so. Ich verstehe es nicht. Jedes Mal, wenn du streamst, oder wenn ich in dem Fall streame, jedes Mal, wenn ich streame, denke ich mir so, hey, heute ist vielleicht so ein Tag, wo sich Mostheads und dergleichen beruhigen könnten. Nein. Ist am Radar. Sektor 6. Ludwig 2. Ludwig 9. Ich habe 4. Alter, wieder 4 Funkmittel. Ja, Sektor 6. Zurück dann ab. Wir brauchen nicht so viele. Wurscht. Wie viele Tage sind Ludwig 2 angetroffen. Keine Ahnung. Ludwig 9. Alter Schwede. Alter Schwede, Most Hits. Bei wie vielen Bits warst du heute? Am 27. August, Fischi. Oh. Kripo 2. Oi. Das mit, bitte. Ja, Kripo 4. Gary, mein lieber, herzliches Dankeschön für deinen Resub. Ein Hype Train. Alter, nein. Nicht ein Hype Train. Nicht ein Hype Train. Und genau, sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Bist du deppert? Der gibt Gas. Da kann man schon ran sich einmal was abgucken. Geil, ich hab 32% Tank. Hm? Perfekt. Alter Schwede, Level 2 Hype Train einfach so. Danke, Gary, mein Lieber. Danke, danke, danke für deinen Sub im zweiten Monat. Für deinen Resub im zweiten Monat. Alter, der ist vorbeigerast und der ist weg. Der ist weg. Schau dir das an, wie weit entfernt der ist, alter Schwede. Alter Schwede. Most, jetzt wie viele Bits hast du heute alleine bitte wieder dagelassen? Das ist so viel Geld, was du... Ich hab so... Er haut wieder 100 Bits raus. Auf Gleis 2 der Hype Train, ja, so schaut's aus. So schaut's eh wieder aus. Leckt das gerade im Wald? Oder schaut das bei mir nur so links aus? Hat das gerade im Wald geleckt oder war das unflüssiger oder spielt mein linker Monitor nur einen Streich? Könnt ihr mir das mal kurz beantworten, falls ihr aktiv da
mir gut zugeschaut hat. Alter Mostitz, du hast heute wieder so viel Kohle dagelassen. Oh, ich fühle mich so schlecht. Ist flüssig, okay. Ein klein bisschen, ja. Alter Schwede. Alter Schwede, Wundi. Du hast gesagt, das war's für den Monat. Danke für 1000 Bits, meine Liebe. So, achtet mal kurz. Bitte jetzt, wenn ich in den Wald fahre, ändert sich das was? Ändert sich da was? Sektor 6, ich überhole sie. Ja, verstanden. Ich bitte darum. Informativ, kein Fahrzeug vom Bilder. Erste Sichtung, auch keine Personen. Okay. Okay, passt. Informativ, auf der Ostautobahn ist uns niemand entgegenkommen. Täter vermutlich flüchtig. Richtung Palito rüber. Ja, der Kripozo fährt weiter. Ja, Sektor 6 übernimmt die Innensicherung. Marvin mit 10 Bits, alter Schwede. Oh ey, wieso lädt das im Lobby mich nicht? Da traue ich mich ohne Turtle rein, geht schon. Ja, ich wollte gerade sagen, schauen wir mal rein. Oh ja, cool. Polizei, Taffe! Na, nicht du! Billerinnen sicher, Schwarzgeld von 3711 Euro konnte durch Sektor 6 sichergestellt werden. Das so. War ja klar, ne? Ja, der gut, das ist weg. Ja. Aber alter Schwede, dein Audi geht ab. Bist du deppert? Also, ja, ich hab dich nur kurz vorbei zwischen gesehen und du warst weg. Komplett weg. Ja. Ich übergebe dir gleich mal das Schwarzgeld, gell? Ja, kannst gleich mir geben. Ja, der Audi geht zum Glück ganz gut, aber trotzdem noch zu langsam, dass wir rechtzeitig daherkommen. Ja, wir haben eh genug Kräfte heute, oder? Achso, ja, wobei. Ja. Ja, ja. Es reicht, um den sicher zu erwischen. Ja, wird schon hinhauen. Hat eine sehr bunte Maske, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, wenn ich mich nicht täusche, hat dieselbe Maske gestern schon einer zweimal verwendet. Okay, wurde der geschnappt, oder? Jupp, zweimal. Okay. Ja gut, na dann fahren wir mal weiter. Ich schaue auch mal Richtung Wiener Neustadt. Ja. Gestern hat er zwei Bilder, glaube ich, gemacht. Alter Jigsaw! Also, kann sein, dass er wieder zuschlägt. Okay. Ja, schauen wir dann halt einfach mal. Schauen wir mal. Was? Danke dir. Alter Jigsaw. Sektor 6 kurz nicht einsatzbereit. Und wir haben den Level 5 Hauptturm. Hoppala, ja. Ja, da geht kurz sowas keine Warnung und wir brechen ab. Aktuell bei 5.000 €. Alter Schwede. Da geht kurz wo für den Ludwig 9. Ja, wir bräuchten bitte einmal ein freies Funkmittel von Ihnen zur Radarsfiliale 8055 aufgrund eines vermutlichen Fahrzeug-IDs. Ja, der Kripplers Wort verstanden, wir sind auf Zufahrt. Alter Schwede. Alter Schwede, Jax. Jetzt bist du bei mir auch noch eskaliert. Neben den ganzen Leuten, neben denen du schon dein Geld dagelassen hast, bist du neben mir auch bei mir jetzt auch noch eskaliert. Alter Schwede. Aus einem entspannten Stream ist wieder sowas geworden. Alter Schwede, Leute. Ihr macht mich so fertig.
Jigsaw, mein allerliebster. Dankeschön für die 10 Gifted Subs an Patrick Paul, Little Girl. Unglaublich. An Emilio, an keine Ahnung, 0410, an Officer Jan, an ich bin auch hier, an Mundel, TNC Hypes, Just Tobi und Heyka 888, die heute zum ersten Mal, by the way, im Stream dabei ist und kriegt gleich einen Sub gegiftet. Wundi, danke schön für 2000 weitere Bits. Waylander, danke für 100 Bits. Sektor 2, Bennen. Alter Schwede, Sektor 6 wieder einsatzbereit. Alter Ludwig Schwede, 2 wieder im Dienst. Leute, Leute. Sektor 2. Ja, Panic-Button negativ, war ein Versehen. Hab ich mir schon fast gedacht. Alter Schwede. Leute, ihr habt mich so fertig gemacht. Einfach 2% fehlen für 100% beim Level. Die Anfrage von Baldur's 6 bin ich angekommen. Positiv. Ja, positiv. Ja, Baldur's 6 im Dienst und tut mir leid. Alter Schwede. Kann passieren. Alter Schwede, ihr seid heute wieder so unnormal eskaliert, Leute. Das ist nicht feierlich. Das ist wirklich. Der Kripo 2 hilft den 14. Oh, Lukas, mein Lieber, der am 6.10. 6.1. geboren ist. Herzliches Dankeschön auch für deinen Resub im zweiten Monat. Danke, 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 danke. Somit haben wir tatsächlich den Hype Train Level 5 voll ausgelastet. Also das ist schrecklich. Ohne Scheiß, Leute, ich sag's. Ludwig 9 für Ludwig 2. Das ist nicht feierlich. Kurz zuwarten, bitte. Der Kripo 2 wird gerade in Kenntnis gesetzt. Ich muss kurz dem Jigsaw, ich weiß nicht, ob er im Chat ist, aber ich muss ihm kurz privat dafür danken. Da musste ich ihm persönlich nochmal dafür danken. Wieso steht der Nord da einfach so da? Okay. Solange es keinen behindert, ist auch okay. Alter Schwede, Wundi, du bist heute auch. Du hast mir versprochen, dass du nicht mehr eskalierst. Alter Schwede, das ist. Ich hab dem Jigsaw gerade geschrieben, ihr rührt mich fast zu. Tobi, mein Lieber, herzliches Dankeschön für 1500 Bits. Alter Schwede, was geht ab? Was geht da bitte ab? Was ist mit diesem Stream? Was ist mit dieser Community? Leute, ich kann nicht oft genug in Worte fassen. Alter Schwede, was ihr für eine geile Community seid. Jedes Mal, wenn ich einen Text in meiner Instagram-Story diesbezüglich poste, jedes Mal ist es zu wenig. Egal wie viele Wörter dieser Text hat, egal wie sehr ich versuche, Danke zu sagen, egal wie viele Gewinnspiele ich raushauen würde. Leute, das ist so viel Geld, was ihr da lässt. Wenn ich mir das anschaue, der Most jetzt hat allein in den Bits 50.000 dagelassen. Wisst ihr, wie viel das ist? Das ist über 500 Euro, was er dagelassen hat. Der Yoma 33.000, das sind über 350 Euro. Der Tobi 23.000, Alter, das ist, Leute, das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld. Das ist doch nicht, das. Alter Schwede, Leute, das ist so krass viel Geld, das kannst du nicht vorstellen. Irgendwer hat vorhin, ich glaube der René, warst du das?
du hast ja vorhin gefragt, was war das Höchste, was ich am Bits, glaube ich, bekommen habe. Oder wer hat das vorhin gefragt? Ich habe das gelesen, nur war ich nicht wirklich ansprechbar. Aus, glaube ich, sehr berechtigten Gründen. Du hast den Slovenian Paramedic? Bitte, Fischi. Das Höchste... Alter, Maxi. Jetzt hat der auch nochmal einen Resub raus. Maxi, mein Lieber, Dankeschön für deinen Resub im zweiten Monat. Alter Schwede, das ist... Aber nur bitte, wenn man die Subs auch noch dazu zählt. Genau, ja. Das ist... Das... Gönnerbasis ist... Also ohne Scheiß, Leute, Gönnerbasis ist noch komplett untertrieben. Das ist nicht Gönnerbasis. Das ist wie, als würdet ihr... So viel Geld gibt man den Kindern. Anton ins Bin. Alter Schwede, das ist so viel Geld. Das ist heftig. Das ist... Oh Gott. Ich habe insgesamt über 4000 Euro an die Community gespendet. Das ist so ein hoher Betrag, Tobi. Das ist so ein hoher Betrag. Und ich verstehe es ja, dass du es aus Herzen machst. Icy Fire kommt gleich. Aber das ist ja... Alter Schwede. Ja, Clipper 2 mit kurzer Zwischenbericht. Spuren konnten sichergestellt werden. Wir fahren jetzt mal Richtung SPK bezüglich Spurauswertung. Ich habe den Hype Train als Abzeichen. Ja, das ist voll cool. Schaut wirklich cool aus. Sektor 6, wieder kurz nicht ansatzbereit. Informativ, Baller 6 und Anton 1 gemischgeschlechtliche Strafe. Ah, ich meine gemeinsam auf Strafe. Ja, wir haben einen positiven Treffer bei dem Herrn. Bitte die Festnahme gemäß Paragraph 136 StGB setzen. Ja, verstanden. Festnahme wird gesetzt, danke. Ja, die Person flüchtet. Sekret so. Sekret so. Ladet am Parkplatz. Ja, die Baller 6 fährt auch. Porno, Amen. Ja, Baller 6 eintrifft. Festnahme. Ja, Ludwig 9 für Sie informativ. Ich korrigiere mein Funkbuch, Paragraph 129. Sektor zu bricht ab. Baller 6 fährt weiter. Ludwig 2 mit einem festgenommenen Richtung SPK. Ludwig 2, Ludwig 9. Alter Schwede.
Ich kann dir nicht erklären, was ich gerade alles brauche. Alter, es kommt noch was angeflogen. Ludwig 2, Eintreffen SPK, wir sind hinten rumgefahren. Servus, Max. Ich weiß nicht, was ich sag. Most Heads. Absolut, absolut unmenschlich. Das ist alles absolut. Boah! Danke für 10 Gifted Subs, mein Lieber. An Jochen0805, an Tanaorg, an Denski, an FloGTR, The Loser, Aiden oder so, DannyReus09, an Official Dragon, an Julian je neu Neues, an Manga Girl und Maxi, mein Lieber, danke für 5. Alter Schwede, ich kann nicht mal mehr lesen. An 5 Gifted Subs. Für 5 Gifted Subs an den lieben Tobias, Itexi, Loser Brandy, Gary122 und dann DevBev. Ja, Ballersack, mit einer Anfrage, wäre es möglich, dass wir auf ein ziviles Kfz umsteigen? Das fängt er auch schon an. Tobi, danke übrigens für 1500 Bits. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, aber es ist gerade sehr viel dazwischen gekommen. Und Max, mein Lieber, danke für 100 Bits. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich euch das zurückgeben soll. Habt ihr einen Vorschlag? Ich weiß nicht, wie ich das zurückgeben soll. Das ist so überdimensional schon wieder, dass... Das... Ich muss das irgendwie... Ich muss das... Alter Schwede, und Maxi hat 25 Euro. Gib jetzt auf Informativ, der Herr Rackene, der ist jetzt gerade in der Zelle unten. Alter Schwede, ich komm schon. Maxi, mein Lieber, herzliches Dankeschön für 25 Euro mit Überweisungskosten. Ja, Markus, die Leute eskalieren wieder komplett. Und IC Fire wurde mittels Kanalpunkten angefordert und jetzt bekommt ihr es. Das ist absurd, Leute. Das nimmt absurde Züge. Das ist. Gänsehaut, Digga. Slowenien Paramedic, mein lieber, herzliches Dankeschön für 100 Bits. Ihr macht mich gerade so fertig. Aldin, kannst du singen? Ich möchte dazu keine Angaben geben.
Danke für 100 weitere Bits, mein Lieber. Danke, danke, danke. Ja, spammt mal bitte alle den... Das da. Einfach alle mal rein spammen. Schon wieder bietet, Alter. Es gibt keine geilere Community. Es gibt keine geilere Community als unsere kleine, aber doch irgendwo sehr große AX-Familie. Und das ist 100%ig Real Talk, Leute. Das gibt's nicht. Jawohl, spammt den Chat voll, Leute. Ja, let's go. Let's go, spammt den Chat voll. Yes, Daddy. Macht bitte weiter, ich poste das auf Instagram. Weitermachen, geht schon, geht schon, geht schon. Das, meine lieben Leute, ist halt einfach die geilste Community der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr damit einverstanden seid, ob ihr mir recht gebt, aber das, diese ganzen Leute hier, das da ist die geilste Community auf dieser Welt. Alter Schwede. Alter Schwede, das ist ja, das ist... Oh. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es will nicht aufhören. GameWebs, mein lieber, herzliches Dankeschön für deinen Prime-Sub. Dieser Sub... Nein, ich springe nicht. Aber dieser Sub, den du so vielen Streamern auf dieser Welt geben kannst. So vielen Streamern auf dieser Welt kannst du deinen Prime-Sub geben. Es ist ein kostenloser Sub, den du durch Amazon Prime bekommst. Und du gibst ihn genau mir. Das ist, das, also so ein Prime-Sub ist absolut die größte Ehre, die es gibt. Finde ich. Aus meiner Sicht. Ihr seid alle komplett geisteskrank. Das ist... Hier informativ, Ludwig 9 Außerdienst, Frosch 1 im Dienst. Der hält sich die Nase zu, ich werd deppert, Alter. Alter Schwede, Leute, Leute, Leute. Leute, 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 das ist ja das... Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, hast dir verdient, das ist einfach so, weil du das aus Leidenschaft machst und das ist, boah, das ist einfach brutal. Und Dominik, ja, 100%. 100%, ja. Danke, meine Lieben, das ist... Ja, Tobi, du hast aber auch einen Knacks in der Birne. Sektor 6, weiterfahrt. Ryzex! Mein lieber, herzliches Dankeschön für dein Follow. Danke, danke, danke. Und der Most jetzt. Alter, Most jetzt, du wirst in jedem Ranking Platz 1 sein, wenn du so weitermachst. Danke, Most jetzt, an den Gifted Sub für den lieben Custom Maxi. Wir wollen den tanzenden Aladdin. Leon Greili, mein Lieber, herzliches Dankeschön. Danke, 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 danke.
Danke, mein Lieber, für deinen Follow. Danke, 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 danke. Oh, kann nicht oft genug Danke sagen. Meine Fresse. Oh. Ihr seid einfach die geilste Community, die es gibt. Die geilste Community, die es gibt. Das wird sich nicht ändern. Einen tanzenden Aladdin. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Keine Ahnung, woher Pet das her. Na, abgesehen davon, das ist Pets Idee. Die will ich ihm nicht wegnehmen. Das will ich nicht, nein. Alter Schwede. Er verschenkt 2 Subs. Maxi, das musst du nicht machen. Gut, hoffentlich kann ich jetzt ein bisschen Musik lassen, da so Beat It kommt gleich. Ich muss ganz kurz ein bisschen klarkommen. Achso, perfekt. Hä, funktioniert der Ausrufezeichen Instagram nicht? Nightbot, bist du besoffen oder? Ludwig 2 begleitet Frosch 1 sowie Creeper 2. Sie funktionieren die Commands nicht, hallo? Ja, der Frosch 1 Richtung geht da. Ja, ihr habt den Nightbot kaputt gemacht. Kein einziger Command mehr funktioniert. Nightbot ist müde, Nightbot schlafen, ja. Dann auf Teppich fliegenden Aladdin statt tanzenden Aladdin. Alter Schwede, das ist eine sehr gute Idee. Sehr, 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 sehr gute Idee. Kopf ist einfach mein RP-Traum. Ich habe dich vorhin, glaube ich, schon mal gefragt, wie alt bist du? Na, klappt nicht. Maxi, mein Lieber, herzliches Dankeschön an Antimate Fishy für den Gifted Sub. Beat it, ohne Scheiß, Leute. Diese ganzen anderen Lieder. Tenerife Sea muss ich noch spielen. Tenerife Sea muss ich noch spielen. Der Wafi! Hallo Wafi, mein Lieber! Hast du auch mal zu mir gefunden? Danke dir für dein Follow! Danke, danke, danke! So, Tenerife Sea war vorhin. Also ohne Scheiß von den Photograph. Ja, jetzt kommen wir schon eher in die Richtung. Es gibt so viele Lieder, die ich da reingegeben habe, die sich auf der Gitarre so schön anhören. Und dann kommt ihr alle mit Beat It. Wollt ihr mich verarschen? Das kann ja nicht wahr sein. Warte. So, dann haben wir. Ja, wusste nicht, dass du streamst. Alles gut. So, dann haben wir. Galway Girl. Moment, auf die 3. So. Ich hab das nicht rausgenommen, nein. So, Moment. Der Frosch 1 in der Jota. So, jetzt kommt Tenerife Sea. Thank you.
haben wir jetzt wieder Icy Fire gehabt. Gut, Moment. Mach mal, soll irgendwas Dringendes reinkommen? Jetzt muss ich aber die Gitarre wieder hochstimmen. Erkennt wer das Lied? So, Icy Fire wieder, machen wir die Kurzversion. Ja, der Nightbot hat gerade das. Keine Ahnung, was der gerade hat. Aber, alter Schwede. So. Ich hoffe, ihr wart mit der Kostprobe gerade wieder zufrieden. Feuerwehrboy, mein Lieber. So. Dankeschön für den Host. Danke, danke, danke. Nice play, Aldin. Dankeschön. Sind jetzt aus. Alter Schwede, wie gut dieses Slowenian Paramedic genau dorthin passt. Wahnsinn, oder? Zwei Buchstaben mehr im Namen und der ist weg da. Aber Moment mal, das ist nicht ganz. Wurscht. Der Robin Rackets Eder, what? Wer zur Hölle ist das bitte? Noch nie gehört. Alter Schwede. Der Wafi mit 2 Euro. Danke dir, mein Lieber, für die nächste alte Linie. Jawohl. Danke, 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 mein Lieber. Na, jetzt ist er gekommen. Jetzt kommt er, der Backseat Gaming Dude, Alter. Alter Schwede. Wieso kann ich eigentlich nicht hosten? Weiß ich nicht. Ich kann keine Gitarre spielen, versuche mich gerade mit Geige. Geige ist aber auch nicht. Also ich kenne einen Freund von mir, der hat mal er hat mir erzählt, dass er Geige begonnen hat. Ob er wirklich begonnen hat, keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, weil er erzählt nicht immer Bullshit. Und der hat gemeint, dass man sehr oft die Saiten auch. Moment, kommt gleich, Call, egal. Dass man die Saiten sehr oft ölen muss. Ist das, stimmt das? Ich kenne mich ja Nüsse aus mit Geige, also wirklich null. Kommt gleich, Maxi. Galway Girls, by the way, auch ein sehr, sehr schweres Lied auf der Gitarre. Also schwer ist ein schnelles Lied und da muss man viele Hammer-Ons, also für die Leute, die wissen, die sich mit Gitarre ein bisschen auskennen, wissen, was Hammer-Ons und Pull-Offs sind. Ja, der Froschans zu der Richtung ist bekannt. Oder Wachs, ja, ja, naja, aber grundsätzlich schmieren. Und da hat man sehr viele Hammer-Ons und Pull-Offs und dass das alles in Rhythmus spielst, ist echt schwer gewesen. Also ich, mittlerweile kann ich es ja, aber ist echt schwer gewesen. Hammer-Ons sind am Anfang extrem schwer, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt, je mehr ich Gitarre spiele und Hammer-Ons, Pull-Offs mache, am Anfang war halt dieser Clou dahinter, dass man, alter Schwede, Entschuldigung, trockener Hals, Moment, ich muss kurz einen Schluck trinken. Dino, mein Bester, jetzt kommt der Nächste, der immer mit dem PC eskaliert, Wahnsinn. Wobei, du machst das ja noch moderat, du machst das immer in 10er-Schritten. Alles gut bei dir? Der Trick am Anfang ist ja der Clou bei den Hammer-Ons, ist ja am Anfang immer, dass man die Seite erstmal treffen muss. Mittlerweile ist das ja kein Problem, ja, ich sage ja, 20 Bits, danke dir, mein Lieber.
Und wenn man wenn das aber einmal sieht, denkst du auch, hey, wie konnte ich das nicht? Tobi, wieso schreibst du einfach random la 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 la? Kamen. Ach Tobi. Bin gut drauf, ne? Das freut mich. Schalalalalala. Habe ich ja meine Prüfung? Ach, echt? Ich finde von Metallica auch Unforgiven und Nothing Else Matters auf Gitarre nice. Nothing Else Matters. Hoppala, wollte nicht aussteigen. Nothing Else Matters ist ja eigentlich. So, ich erinnere mich nicht. Also, ich kenne das Lied vom Hören, aber ich kenne es nicht auswendig. Oder, aber Nothing Else Matters geht doch irgendwie. Oder, Wundi? Kommt das hin? Glückwunsch, Tobi, übrigens. Ich hab Kopfschmerzen. Ja, Ludwig 2, wir sperren sie ab, nur dass sie Bescheid wissen. Gitarre verstimmt, ja, ich weiß. Ist aber informativ vom Signal, so sollte eine Nachricht kommen, dass wir im SPK klingelt, dass sie wird werden, kurz etwas testen. Eine Partei wartet im SPK 1. Aber noch ein bisschen schief. Ja, weil sie nicht gestimmt ist. Sie ist nicht gestimmt. Ach Leute, ist das schön. Den Hauptplatz genieße ich. Also der ist jetzt ohne Scheiß, der ist jetzt komplett zum Genießen. Aber hast du was zu üben? Nothing Else Matters ist easy as fuck. Also das habe ich nicht einmal geübt. Ich habe das irgendwann mal gehört und ich weiß, dass du da nichts greifen musst. Nur beim Intro halt jetzt. Dun, 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 musst du da nichts greifen. Ach, ist das schön. Ist das schön, wenn er nicht backt. Ein Träumchen. Leute, ein Träumchen. O'Nearly-Fan, du hast mir mal gesagt, wer du bist. Und ich weiß, du bist auch hier im Stream. Aber danke für diese Nachricht. Danke dir, mein Lieber. Danke, danke, danke. Sehr, sehr nette Nachricht. Jump 1 Max, okay. Der Hauptplatz ist echt nice geworden. Ja, das ist halt. Also, der Hauptplatz an sich, das ist ja dieses MLO für die Leute, die bei dem allerersten Stream von mir nicht da waren. Ich habe ja kurz nach dem Reset angefangen zu streamen. Das MLO ist ja extra für uns angefertigt worden vom Modder. Bin so ein bisschen sauer auf den Modder, muss ich ehrlich sagen. Kannst du Wonderwall spielen? Ich schaue mir das nach dem Stream mal an. Kriegst du eine Sprachnachricht. Ja, informativ. Der Vorscheins ist bekannt eingetroffen. Außer Dienst. Ludwig 2 außer Dienst. Schönen Abend noch. Und das ist halt, also ich muss sagen, ich wegen dem Hauptplatzbug, der da vorhin war, oder vorher war, diesen Würfeln da und so weiter, da habe ich ja den Modder komplett zusammengeschissen vorgestern. Und der hat aber nichts geantwortet. Der antwortet mir einfach nicht mehr. Keine Ahnung wieso. Und dieses Wien Mitte dem Mall, genauso wie dieser rot-weiß-rote Streifen, das wurde ja extra für uns so gemacht. Max, mach mal, Alter. Hast du dir schon das Video angeschaut? Weiß nicht, welches du meinst. Uh,
Motzen Moritz, welches Video hast du mir denn geschickt? Ah, ja, das habe ich mir angeschaut. Ja, ja. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Max, die nächste Party, Robert die Flöte, ich die Gitarre, du das Mikrofon, oder? Geiler Name, Flo107 Klo. Ach, mein Lieber, danke dir für dein Follow, mein Lieber. Danke. Oh je, ein Grovler, oder? Joma das Mikrofon, ja dann Joma. Dann Joma, Hauptsache Duett, Joma, Max, ist ja wurscht. Ist ja wurscht, wer von beiden das macht. Mundel das Mikro, Alter, wenn der Mundel mal anfängt zu singen, ich sag's euch. Wenn der Mundel mal anfängt zu singen, Leute, dann ist vorbei. Dann ist vorbei, dann kann Celine Dion, Reinhard Fendrich, Whitney Houston, die haben alle ein Kind bekommen und das haben sie Mundel genannt. Mundel ist der Sänger auf X, den wir da haben. Ach, der Kollege, der auf der Ölpfütze ausgerutscht ist. Pet, Joma, Mundel und Pet. Alter, ja, das ist eine gute, also vor allem Pet und dieser Pet, Alter, die singen auf jeden Fall gut, ja. Pet und Pet ist halt eine tödliche Kombo, muss ich schon ehrlich sagen. ist eine tödliche Kombo, ja. Pet zum Quadrat. Wie ich immer reflexartig das Auto zusperre, keine Ahnung wieso. Alles Gute, Moritz. Aldim, wie gehst? Ja, einmal linkes Bein, einmal rechtes Bein, mein Lieber. So, jetzt habe ich dich auf Insta und auf Discord. Echt, du hast mich auf Insta? Okay, so. Wollte eigentlich noch nichts schreiben. El Condor, fahren wir mal dahin. El Condor Passa kenne ich nicht. Das musst du mir mal schicken, Wundi. Es gibt generell so viele. Also die Gitarre ist für mich mit Abstand. Nein, nicht mit Abstand, das Piano ist auch noch sehr, sehr schön. Aber ein sehr, sehr schönes Instrument. Kennst du Smoke on the Water, natürlich. Spätestens wegen Two and a Half Men kenne ich's. Oh, Leute, wir sind einfach bei 54 Viewern. Das ist ein Wahnsinn, wie der Schnitt steigt und steigt. Das ist... Ihr gebt mir... Alter, ihr... Also wenn meine Gitarre... Nach 5 Minuten im Müll ist, dann drehe ich aber durch. Dann sage ich es dir ehrlich. Da ist mir wurscht, die alte Oma ist, den haue ich dann weg. Wenn die nach 5 Minuten im Müll ist, meine Gitarre, meine sehr, sehr teure Gitarre, also sehr, sehr teuer ist relativ. Danke, die Wundi, schaue ich mir dann an. Dann ist vorbei, dann ist Schicht im Schacht. Da sage ich euch, wie es ist. Dann ist dann, ja. Aber meine Story, wie ich überhaupt Gitarre angefangen habe zu spielen, weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, ich hoste ja ziemlich oft. Ach da, das ist der René, der mir folgt.
Hab da auf Insta ein Video geschickt. Hast du? Oh je, auf welchem Insta hast du mir bitte ein Video geschickt? Alter, ich habe ja so viele Accounts auf meinem... Das müsste ich mal geben. Mein Instagram-Account, der verlinkt mit meinem Facebook-Account ist, der, wo keine, gar keine Sachen rum sind, dem folgen schon so viele AX-Leute. Oh. Max, ich habe gar nichts bekommen. Auf welchen Account hast du es mir geschickt? Ah, da. Jetzt habe ich es bekommen. Moment, das höre ich mir natürlich direkt an. I like, Max. Nicht schlecht. Oh je. Nicht schlecht, Max. Sehr, sehr gut. Dogma. Hauptsache mein Twitch ist die ganze Zeit offen auf dem Handy. Was ist das für ein weirder Sound da bitte? Lass mal hören. Nein, wenn der Max das nicht will, lasse ich nicht hören. So, aber liebe Leute, es wird bald 9 Uhr. Sekt 6 einrücken, ja klar. Es wird bald 9 Uhr, ich muss jetzt langsam mal den Stream beenden. Einfach weil ich so todmüde bin. Ihr habt mich so heute fertig gemacht wieder, das ist... Oh ja, ich muss heute aufhören. Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen. Ich sehe schon Ampeln mitten auf der Straße, so wenig habe ich geschlafen. Ja, ich muss aber noch etwas erledigen. Und ich danke. Korrekt. By the way, im SPK. Korrekt. Funken wir das mal nicht durch, damit die Leute denken, ja, vielleicht hat er sich vertan. Stimmt. Das ist natürlich so korrekt. Das. Sekte 6 aus dem Dienst. Wer ist denn das? Ja, fishy, aber... Dominik, ich werd das meinetwegen in die Insta-Story posten, aber ich muss noch was erledigen. Ich habe zeitlich bin ich ein bisschen kritisch drauf. So, Moment, ich muss ganz kurz das nachschauen. Ja, der Ken streamt heute AX, ja. Der hat die Streaming-Lizenz bekommen. Der hat die Streaming-Lizenz bekommen. Also, diese Test-Streaming-Lizenz, die man da kriegt. So. Barrett Bla. So. Dann ziehen wir sich mal schnell um. Nein. So. Und Zeit wird's für Lambo. Cruise noch ein bisschen mit dem Lambo herum.
Achso, ja doch, da. Lambo verkaufen. Nein. Der bleibt. Einer von drei. Einer von drei schicken Lambos, die mir gehören. So. Dann würde ich sagen, zu welcher Garage fahren wir denn? Grüß dich, Officer Jan. Servus. Mödling. Ja, okay, dann fahren wir nach Mödling. Da geht schon. Dann machen wir noch einen kleinen Roadtrip. Das passt bei dem... Oh Gott. Bei der Stimmung ganz gut. Können wir das Auto noch ein bisschen drücken. Mir geht's gut, Jan. Bei dir auch? Dir auch? Alter Schwede. Ja, wir fahren jetzt langsam zur Garage. Du hast heute sehr viel verpasst, muss ich auch dazu sagen. Die Leute sind wieder komplett eskaliert. So, Blinker funktionieren bei dir auch gut. Freue mich auf die Wiederholung, ja. Sollte morgen irgendwann auf YouTube kommen. Ich hoffe, der Panic-Button ist negativ. Okay, geben wir Gas. Schauen wir in Mödling, stellen wir sie kurz in Dienst und fragen wir nach, ob der Panic-Button negativ ist. Ich tippe mal auf Nein. Zweimal hintereinander ist schon... Wie soll ich sagen? Zweimal hintereinander ist schon... sehr unwahrscheinlich, dass man sich da vertippt. Aus dem Weg da. Gib Bußgeld. Ja, das zahle ich meinetwegen, wenn es den Kollegen nicht gut geht und die Unterstützung brauchen, zahle ich das Bußgeld. Alter Schwede, das Auto ist so geil. Das fährt so schnell. Man ist ein Lambo, ja. Aber auch wieder beschleunigt. Der hat einfach das perfekte Lambo-Handling. So, schauen wir mal kurz. Hoffen mal, dass der negativ ist. Sieh da dieser Drecksfunkkreis. Sektor 6 mit einer Anfrage. Ich habe gerade außer Dienst einen Panic-Button gehört. Ist der positiv? 6 lost am Boden, Schusswechsel. Ja, Täter sind allerdings vermutlich am Boden. Exekutive vom Rettungsdienst. Komm an. Frage Zufahrt sicher. Bei 90, 99,9. Ja, Zufahrt sicher. Wir warten allerdings auf die Feuerwehr, weil das Fahrzeug, das Täterfahrzeug, gebrannt hat. Ja, verstanden. Wir halten uns ebenfalls zurück. Sektor 6 mit einer Anfrage, sollen wir noch zufahren? Ja, bitte. Zur Sicherheit. 91, 54. Verstanden. Wir ziehen uns um. Ja, gut. Wenn möglich, dass da... Sektor 6 vielleicht zu uns daherkommt, 9108 Grove, so. Weil wir sind ja nur zu zweit. Wäre möglich, was ist bei der Grove? Naja, 6 Lost gegen 2 Groves. Zwei Grovler am Boden, hier in der Grove. Und wir sind nur zwei Leute fort.
Verstanden, Sektor 6 kommt aus Mödling Richtung Grove. Gut. Doch kein nach Hause fahren. Wir müssen in den Dienst. In die Grove Street, hat er gesagt, oder? Ja, Sammelpunkt bitte hier beim Parkplatz. Da ist so ein kleiner Parkplatz. Ich weiß nicht, ob ich vorhin Danke gesagt habe. Yuffie, danke dir. Danke, danke, danke. Wieso passiert das immer, wenn ich außer Dienst bin? Verdammte Scheiße. Mann! Jedes Mal, wenn ich außer Dienst fahre, passiert sowas. Warten halt, bis du außer Dienst bist. Ohne Scheiß. Ist halt echt so. Die Leute warten, bis ich außer Dienst bin. Die wollen nicht, dass du Feierabend machst. Ja, ich glaube auch. Die Stream-Sniper hier. Alter Schwede, was geht da? Das grenzt schon an Mobbing. Waffe, ja. Unglaublich. Das kannst halt keinem erzählen. Jedes Mal, wenn ich außer Dienst will, passiert sowas. Oder schon außer Dienst bin. Feierabend ist nicht, ja. Tatsache. Die Musik ist voll badass, ohne Scheiß. Ja, Fischi, der war wirklich schlecht. Sektor 6 ist eingetroffen. Achtung, Fahrzeug brennt jetzt, steht im Vollbrand. Oh je. Explosion eines Fahrzeuges. Servus. Servus. Sollen wir irgendwo absichern, irgendwas? Ja, da einfach ja, die Gegend. Soll ich beatmen oder? Ja, keine Ahnung, ob du beatmen oder von der Lust überfallen worden sein. Na gut, dann bleib ich mal okay. Lieber beim Beatmen. Keine Ahnung, ob das der einzige Zweiter in der Gegend passt, ja. Okay. Ja, perfekt. Haben wir eine Hilfestellung schon durchgeführt? Na, noch gar nicht. 25, 26. Einfach mal weiter, sag mal, ich bin. Okay. Versuch dann so gut es geht. Bei dem Auto mit blauen Felgen gehört der auch überfahren. Der Klaas, ja. Gut, jetzt müsstest du mal kurz aufhören beim Drücken. Kommst du? Oh, der Abel kommt. Kippbahnhof. Kippbahnhof. Ja, perfekt. So, jetzt kannst du schon mal, ich höre ab. So, 21, jo, links ist belüftet. 22, ja. Rechts auch belüftet, perfekt, gut. Dann kannst du schon weiter pumpen. Kannst dich wieder zum Pumpen begeben. Wer heißt OMP 121? Das ist der Abi-Bauer. Oh. Hatte der Herr Kopfschmerzen oder? Ja, der okay. Eine hatte Kopfschmerzen
Und wie es ausschaut, oben hatten auch 2-3 Kopfschmerzen. Wie viele sind jetzt ganz kurz mitkommen, damit ich okay, was höre? Okay. Was ist jetzt genau passiert? Weil ich war halt auf dem Weg nach Mödling, um mein Auto einzuparken, habe nun zu Kurs gehört. Ja, da haben wir eine Schussmeldung gekriegt. Mhm. Und der Sektor 2 war der erste Treffende, der hat gesehen, wie ein Lost Auto weggefahren ist. Mhm. Hat das verfolgt. Okay. Das zweite Mittel, was eintroffen ist, hat gleich durchgegeben, dass da zwei Grüne am Boden liegen. Okay. Und der Sektor 2 ist denen nachgefahren. Mhm. Die haben angehalten, sind alle aus dem Auto rausgesprungen, haben auf ihn geschossen, er hat zu Kurs ausgelöst und hat alle fünf einfach über den Haufen geschossen. Die haben kein einziges Mal getroffen. Ja, das schaust, das ist halt unser Vega-Einsatztraining, was soll ich sagen? Ja, dieses Kugeln ausweichen, das ist ein Wahnsinn. Ja. Das Training. Sektor 2 für Sektor 6. So. Ich glaube, die Offiziere werden nach der Aktion ganz stolz auf sie sein. Dankeschön. Das will ich hoffen, was war jetzt gegen 5? Nicht, okay. Nicht schlecht. Sehr, sehr geil. Servus, Hamuri. Das ist Wahnsinn, also. Moritz hat's gemacht. Nicht nur, dass er alle 5 ausgeschalten hat, er ist nicht einmal getroffen worden. Das ist ja, das musst du mal schaffen. Gut, ist das die Kunst vom Sektor oder ist das das Versagen von den Lots? Ist auch so eine Sache, ja, aber. Aber nicht schlecht. Ehrlich, nicht schlecht. Boah, richtig heftig. Geil. Vor allem, er hat alle 5 ausgeschalten. Da ist noch kein weiteres Funkmittel dort gewesen. Okay. Na, so geil. Kurz was sehen, Moment. Ah ja, 5 gegen 2 ist aber auch ungefähr gewesen, hey. Ja, das stimmt schon, nur die Frage ist, was ist mit den anderen Kollegen passiert, also mit den Lostlern? Was heißt mit den anderen Lostlern? Ja, also die Lostler, was ist mit denen passiert? Wo sind ja, die? Das sind die 5, die da oben liegen. Sind die Kollegen auch dort? Jupp, yep, dort sind die anderen Kollegen. Wo sollen die da liegen? Ach, da... Nicht schlecht, Gary. Nicht schlecht. Wahnsinn. Also da gibt es jetzt keine einzige Ausrede, ganz sicher keine Ausrede mehr. Ja, keine Ahnung. Ganz komische Sache. Mhm. Weil die zwei Grünen in dem Audi waren gerade am Hauptplatz. Mhm. Die 5 Lost in dem Fahrzeug waren auch am Hauptplatz. Und plötzlich sind beide Fahrzeuge weggefahren, eigentlich zusammen. Mhm. Und auf einmal Schussmeldungen da in der Grove. Also als ich vorhin am Hauptplatz war, ich wollte mir anschauen, ich weiß nicht, ob dir das vielleicht aufgefallen ist, diese ganzen Würfelchen, die wir uns eingebildet haben, bilden wir uns scheinbar nicht mehr ein. Weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, das stimmt allerdings, ja. Und ich war im Zuge der ja, wie soll ich sagen, der Ermittlung der Würfel meiner psychischen Diskrepanzen war ich vor Ort und hab dann den blauen Audi hinter mir gesehen und hab mir gedacht, okay, ja, grüne Person steigt aus, muss man jetzt nicht großartig irgendwas machen. Ja. Ja, und dann fahre ich mit dem Auto hoch nach Mödling und hör düt, düt, düt. Und dann ein zweites Mal. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das einmal verdrückt man sich vielleicht, aber ein zweites Mal nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich frage besser nochmal nach. Ja, ja. Aber alter Schwede. Ich war auch in der Nähe vom Hauptplatz. Habe noch gesehen den Audi mit den zwei Grünen. Das Lost Auto. Ich habe mir schon gedacht, die haben irgendein Treffen schon wieder am Hauptplatz. Auf einmal sind sie beide weggefahren. Und keine Minute später die Schussmeldungen da in der Grove. Okay. So, schauen wir mal, ob er jetzt auf meine Nachricht reagiert. Ja, er reagiert auf meine Nachricht. Deine Verletzte da. Mhm. Der, ich glaube, den kennen wir und... Ich glaube, da müssen wir aufpassen. Ja, also boah, schwierig, ja. Ja, na, moin, gestern... Moin, Mitte! Der Verfolgungsjagd und dann doch das Messer zückt hat. Echt? Na, da war ich nicht mehr dabei, weil der traut sich das nicht, wenn ich in der Stadt bin.
Naja, gestern hat er wieder sich der Anhaltung entzogen, wir haben ihn verfolgt. Er hat sich ein Lamp baut, nicht arg, aber ein bisschen. Ist ausgestiegen, Hände nach oben. Wie ich hingehe und ihm die Handschellen anlegen will, zieht er auf einmal das Messer und sticht nach mir. Okay. Noch auf die Seite springen können, er hat mich nur leicht erwischt zum Glück und dann ist er eh vom Sektor 2 niedergeschossen worden. Ja, also. Wie soll ich sagen? Oh je. Boah, super Wetter auch noch. Oh, jetzt müssen wir einen Regenschirm aus dem Auto holen. Ja, aber. Weiß nicht, die haben so irgendwas mit den Messern, kann das sein? Unglaublich. Ja, das gefällt ihnen, das Messer. Alter, schöne Leute, ihr seid heute so eskaliert. Boah! Oh je. Ich schau mich mal in die Umgebung, ob da irgendwo irgendwer ist. Ja, passt. Falls du siehst, ganz normal am Funk, gell? Ich bin ja in der Nähe. Kannst du Kollegen vielleicht ein Zeltchen aufstellen? Habt ihr da irgendwas? Natürlich, kannst du das machen? Ein Zelt? Möglich? Ja, ich stehe da gleich mein Auto. Das war super. Alter, wie viele Rettungsfahrzeuge. Schau mal, ob bei der Grove Street was los ist. Ich hab AK. Du hast eine AK? Na, außer fetzige Musik ist hier nix. Alter Schwede, aber ich muss ganz kurz Moment. Also Leute, ich sag's euch mal so, die Losts und die Groves, die halten uns hier schon wirklich auf Trab. Also mehr die Groves gerade als die Losts. Aber was passiert jetzt, wenn die Langwaffen haben? Alter Schwede, wenn die Langwaffen haben, dann ist ja richtig Schicht im Schacht. Alles klar, Slovenian Paramedic. Danke dir, Hvala Puno, dass du dabei warst. Danke für deinen Sub und danke für alles andere. Hamudi, du gehst auf den Discord und du liest dir alles durch, was am Discord steht. Gut, scheint so, als wäre von den Groves keiner mehr da. Danke dir für den Follow, mein Lieber. Das habe ich. Ja, dann dürftest du eigentlich keine Fragen mehr haben, oje. Jufi, danke für 2 Euro mit Überweisungskosten. Deinen Namen lese ich auch. Heute hast du, glaube ich, gefollowt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, heute hast du gefollowt und du lässt gleich 2 Euro da. Moin, hier eine kleine Spende. Viel Spaß dir noch. Danke. Ja, ich glaube auch, dass die Vegra, Cobra, wenn Vega und Cobra ein Kind bekommen. Ich glaube, dass die Servus nervt mich nicht. Ja, Sektor 6 widmet sich ganz kurz dem letzten Dispatch. So. Machen wir ihm jetzt ein bisschen Angst in der Turtle-Montur. Die Waffe können wir einstecken. Servus. Und Jufi, ich lese deinen Namen zum ersten Mal und du gönnst auch einfach 2 Euro. Einfach heftig. Ja, sowas ist einfach... Ich meine, du guckst heute wahrscheinlich zum ersten Mal meinen Stream. Ich weiß nicht, woher du mich kennst. Wäre auch cool, wenn du sowas beantworten würdest. Oh, und lässt gleich schöne 2 Euro da. Einfach Wahnsinn. So ein Support auf Twitch. Twitch ist einfach... Alter Schede, was hier abgeht. Aufpassen, Kollege! Ja, bin extra langsam auf die Kurve gekommen. Oh je, er hat einen Handykrampf.
So, passt, haben wir das auch kurz gesehen. Yuffie, was mich wirklich, wirklich, wirklich interessiert, wie bist du auf mich gekommen? Spiele selber auf AX, hab gesehen, dass du streamst, warst mir halt direkt sympathisch. Dankeschön. Dankeschön. Och, nerv mich nicht. Och, komm. Dein Ernst. Wie heißt du denn am Server? Nein, der Warfi. Das Zelt wurde vom Jogl oder hätte vom Jogl aufgestellt werden sollen. Servus. Grüß dich, servus. Doch ein bisschen früher, hm? Ja, ein bisschen Stress gemacht. Alles gut. Bitteschön. Dankeschön. Keinen Unfug damit machen, gell? Nein, nein, ich bin ganz brav. Bitteschön. Wiedersehen. So, auf dem Server ist sich auch so wie hier Yuffie. Du bist bei den letzten Whitelist-Gesprächen aber dazugekommen, kann das sein? Weil ich lese den Namen halt legit zum ersten Mal. Ich muss kurz Munition nachholen. Okay. Ja, das erklärt so einiges. Deswegen kenne ich den Namen nicht. Herzlich willkommen auf AX. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Dankeschön nochmal für deine Spende. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das erste Mal einen Stream sieht und dann jemanden so sympathisch finde, dass man gleich Geld da lässt, egal wie viel es ist, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Oh Gott, Leute. So. Machen wir nochmal kurz den da. Oder auch nicht. Ja, gut, der will, dass ich wieder den da mache. So. Sektor 6 wieder zurück. Die Community auf X wird immer geiler. Ja, es ist einfach ein Wahnsinn. Aber Leute, wie geil schaut GTA bitte im Regen aus? Wie geil schaut GTA einfach im Regen bitte aus? So, jetzt muss ich mir die Grove wieder markieren, weil ich keine Ahnung habe, wo das ist. Weil dann sichern wir noch die Kollegen hinten ab. Jetzt zwei dort sind. Warum ist die Tuning-Werkstatt so? Hör, zu welcher Tuning-Werkstatt geht der bitte? Jawohl, René. Sehr gut. Ich habe irgendwo Keks gelesen, kann das sein? Da, siehst du Waffi? Da, Waffi! Gut, die werden wir scheinbar begleiten müssen. Servus. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22. Naja, für dich zur Info, der eine da ist noch reanimationspflichtig, der andere ist schon wieder Rosk. Okay. Ich werde mal kurz zum Kopf gehen. Sektor 2 inzwischen Bericht von 91,55, 3 Deta, Rosk, 2 noch Renovationspflicht. Ich funke auch durch, ja, Jogl? Ja, passt, danke dem. Ja, Sektor 6 ebenfalls mit Zwischenbericht.
Ein Täter noch reanimationspflichtig, der andere ebenfalls Rosk. Ich habe die ganz. Tschüss, deren TNC-Hypes, mein Gott. Ich habe die von AX installiert. Ja, ich mache eine Probebeatmung. Dann gibt es ein gutes Tutorial im Forum dafür. Du musst ganz normal reinziehen und das funktioniert. Bist du soweit? Ja, ich kann. Dann machen wir eine Probebeatmung. Rosk, Return of Spontaneous Circulation, wenn ja, einer erfolgreich reanimiert wurde und der wieder einen Kreislauf hat. Rechts klingt auch gut, perfekt. Du bist sitzt. Dann ziehe ich noch schnell und du kannst schon wieder pumpen. Ja. So. Blutubus ist fixiert. EKG sag ich, die Defi-Elektronen kleben, ja. Ja, mal gucken. Ja, Analyse. So, ist mich jetzt brennen interessiert? Analyse-Taste drücken. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Mal weg. Kein Schock empfohlen. Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Perfekt, bitte weitermachen. Perfekt. Okay. So, da gibt's schon ein neues. Na, grundsätzlich, Forum-Tutorial gibt's ja auch schriftlich. Das ist nicht schwer. Ich kenne mich null mit Grafikmods aus, muss ich dir ehrlich sagen. Also, da bin ich wirklich leider der falsche Ansprechpartner. Ich habe einen KV. Bin ich der komplett falsche Ansprechpartner? Sieht auf jeden Fall geil aus, ja voll. Die AX hat's, die AX. Der AX Grafikmod, meine Güte, hat's voll drauf. Wie dunkel darf man die Scheiben tunen komplett? Scheiben sind alle erlaubt bei uns. Analyse-Taste drücken. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Kein Schock empfohlen. Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Ein Durchgang schaffen wir noch bis zum nächsten Schock, dann ist glaube ich vorbei. Ja, vielleicht irgendein Kollege? Jo, ich übernehme dann. Wie geht's Ihnen da hinten? Willst du jetzt gleich oder sollen wir uns schon warten? Wenn es bei dir noch geht, warten wir noch auf die Analyse. Dann geht's so weiter. Moin Meister, kriegst du gleich. Schau nur, dass sobald die Verbände dicht sind. Ja, Wundi ist halt echt so. So, perfekt. Ist halt echt so. Brutale Community, das gute Community ist. Oder geile Community ist zu wenig. Hammer geile Community ist auch zu wenig. Das ist so schlimm, was überlebt. Sag ich euch, was ist. Wo ist denn der Name von dem Kollegen? Abel. Wie? Abel. Tut mir leid, ich bin schon ein bisschen älter. Ich hab's sehr akustisch nicht verstanden. Abi. Abel. 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 Abel, okay. Ja, Spitzname Abi. Okay. Also Oberhammergeile. Nein, die Beste. Die Beste, da gibt's keinen. Kein 50-50. Analyse-Taste drücken. Alle weg. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Kein Schock empfohlen. Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Du bist dran. Familie. Übernehmen. So, eine Person hat gerade nochmal nach einem Discord-Link gefragt. Das schicke ich ja währenddessen nochmal kurz um. Nur mit dem Mittel. Beatmen schaffst du noch oder hast du schon keine Kraft mehr? Na, beatmen ist doch. Und perfekt, dann nimmst du es beatmen. Medikamente geben. Servus, mein Meister, grüß dich. Man
25, 26, 27, 28, 29. Ist intubiert, der beatmet die ganze Zeit durch. Ah, wie der Chuck. Ah, Beatmungsmaschine. Ja, menschliche Beatmungsmaschine. Achso, okay. Ich dachte, das ist vielleicht eine Beatmungsmaschine auch noch. Das na, am Erde bin ich leider. Ah, schade. Nachdem ich seit Oktober nicht mehr drauf war. Warst du schon mal gewitelistet? Wenn du schon mal gewitelistet warst, musst du es nicht. Ja, das stimmt. Also, ich kann dir nicht erklären, Wundi, wie viele Leute mir auf AX im RP so unglaublich auf die Nerven gehen. Ja, aber alle Freiwillige bräuchten zwar Frösche. Ich kann leider keinen Frosch besetzen. Adochi! Mein Lieber, hast du nochmal 100 Bits raus? Danke dir, mein Lieber. Herzliches Dankeschön. Grüß dich, Jess Bratemol. Analyse-Taste drücken. Alle weg. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Marcel Tiger ebenfalls am Start. Kein Schock empfohlen. Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Hallo Sophie, servus. Bitte weitermachen. Oje, dein Freundstream ist bei mir im Stream. Ganz schlecht. War auf dem Server, als er noch offen war. Okay. Waylander, schreib mir mal bitte auf Instagram. Ja, informativ, Baller 6 und Anton 1 besetzen jeweils einen Frosch. Schon lange am Start. Ja, musst dich auch melden, mein Lieber. Was soll das? Kannst du dich einfach zuschauen. Ohne irgendwas zu sagen. Ich will dich ja begrüßen. Alle will ich am besten begrüßen, die bei mir zuschauen. Sicher, immer gerne. Gut, dir. Ja, alles spitze. Alles spitze. Ja, beim nächsten Mal weißt du jetzt aber Bescheid. Können die dich überhaupt? Ja, ja. Sicher. Also Abi, für dich zur Info, wenn da kommt kein Schock empfohlen, ist das vom Rettungssanitäter aus. Also er drückt da negativ. Ich wurde heute schon per PEN angeschrieben, wann die nächsten Weitungsgespräche sind, weil wir Hilfe und Fragen immer der gleiche Antwort kommt. Ja, von mir gab es aber auch nur die eine Antwort. Ja, bald. Standard 91 bald, sehr bald sogar. 08 mit einmal ROSC, einmal laufender CPA kommen. Richtig, ja, sie ist. Also positiv, ein Fahrzeug zum Abtransport kommen. Ja, sind wir den ganz verfahren. Quasi. Danke dir. Eusebio, nein, 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 nein. Mach nicht diesen. Ich meine, er ist zwar einer, aber na. Bann den. Na. Was soll das jetzt? Sektor ehrlich? 6 für Sektor 2. Kommen. Analyse-Taste drücken. Ja, wie sieht's bei Ihnen aus? Beim Reanimationspflichtigen. Ja, nach wie vor laufende Reanimation. Kein Schock. Ja, verstanden. Der 100 wird mich weiter vorge zum SBK bringen. Bitte holen Sie mich danach von dort ab und wir fahren zusammen ins AKH. Mein Fahrzeug ist durch Schüsse stark beschädigt. Ja, natürlich. Mit einer kurzen Anfrage: Wieso kann er Sie nicht gleich zu mir fahren? Bin ja um die Ecke. Guter Punkt. Wir schauen, was wir da machen. Wundke. Hä? Verstanden. Danke. Oh je. Servus, Niterox. Wehenbahne, na, Quatsch. Wollte gerade sagen, der ist doch um die Ecke. Wieso soll er ins SBK fahren, ich zum SBK ihn abholen und von dort aus gemeinsam ins AKH? Hä? Ah, gut, ja. Der Tag ist ja auch schon lang. Der Abend neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ja, nochmal eine Dosis Adrenalin. Er braucht einen Kugelschreiber, wahrscheinlich. Analyse-Taste drücken. Alle weg. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Kein Schock empfohlen. Hm. Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Ja, informativ, drei Personen werden ins AKH verbracht, drei weitere sind
Ex und wurden Mediziner verbraucht. Oh je. Zwei weitere sind Ex, wurden von den Notfallmedizinern abgeholt. Ja, beim Abi schaut's nicht so gut aus. Was mit Cookie los? Ja, Cookie. Bisschen verplant, der Gute. Immer den 1. Also mit. Jetzt bei dir noch mit dem Pumpen oder willst du da ablösen? Ja, bei der nächsten Analyse machen wir wieder einen Wechsel. Na, die Pizza kann ich hier anders. Ne, Analyse jetzt wieder. Geht. Analyse-Taste drücken. Alle weg. Zurücktreten. Herzrhythmus wird ausgewertet. Kein Schock empfohlen. Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Der Zyklus ist das jetzt. Den wievielten Zyklus haben wir schon? Sind jetzt bei Nummer 7. Okay. Ja. Oh ja. Ludwig 9 begleitet 2 RTWs Richtung AKH Wien. Ja, Ludwig 9 für Sie ebenfalls die Info. 2 männliche und eine weibliche Täterin wurden ins AKH verbracht. Verstanden, danke. Eine Anfrage von Frosch 1 und 2, wo sollen wir hinkommen? Ja, bitte zum AKH, dort wird sie dann die Wege einweisen. Verstanden. Passt, haben wir hinterher? Ja. Alles klar. Ja, Sektor 6 und 2 Besatzung Richtung AKH. Unser Herr Bischgott hat ein paar Sprachprobleme, ja, das kann sein. Warte, ich zur Sicherheit. Ja. Vermutlich. Ich habe das Gefühl, dass das sonst, ja. Der Frosch ist der Arrestantenwagen, der Gefangenentransport. Ja, aber man kann sagen, was man will. Du hast 5 Leute alleine fertig gemacht. Nicht schlecht. Okay. Der Ludwig 9 eintreffen, kannst AKH mal kurz markieren, 1 Kilometer mit 2 RTWs. Ja, Sektor 6 unterstützt hier gleich. Am glücklichsten bin ich darüber, dass ich selbst nicht erwischt wurde. Ja, dafür hat dein Auto halt ein bisschen was mitgenommen, aber der Gerdl macht das schon. Mein Auto hat einiges abgefahren. Ja, okay. Wird schon. Heißt der so in Österreich? Ja, der heißt so in Österreich. Der Gefangenentransport ist der Frosch. Hat den Hintergrund, dass der damalige Gefangenentransporter ein Grüner war und der wurde deswegen Frosch genannt. Oh je, Gegenverkehr. Ludwig 9 eintreffen, AK. Solange der nicht fliegt wie ein Frosch. Ein Frosch fliegt? Wieso heißt der jetzt nicht Schlumpf? Oh, bruh. Servus, Denski. Wahnsinn, diese Pfützen, ja. Die Wassereffekte allgemein. Sektor 6 eingetroffen. Alter, da ist was los. Wahnsinn. Ja, naja. Glaub, die Kräfte, die wir haben, sind auch ein bisschen zu wenig. Ja. Bei so viel, wie viel? 5? Oder 4? Ghostbitex, danke dir, mein Lieber, für deinen Follow. Danke, danke, danke. Herzlich willkommen. Servus. Ja. Servus. Informativ, der Ludwig 9 ist mit den ersten 2 Personen in den nächsten Minuten hoffentlich ausgebracht, dann... Irgendwas zu euch, gell? Ja, ich rauch noch nicht, gell? Ja, wunderbar. Das Stress, gell? Das Stress. Setz dich lieber hin, du bist schon so weit. Der Mojo, Alter. So, mach mal kurz die Musik aus. Schau mal, was jetzt geredet wird. Servus, Raffi, grüß dich. So. Ich meine, das AKH ist ja grundsätzlich eine Safe Zone.
Das heißt, die Waffen werden wir hier sehr wahrscheinlich nicht brauchen, aber sicherheitshalber. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man vielleicht mit dem Frosch eskortiert oder sonst was und ja. Auf 3, 1, 2, 3. So. So. Stimmt der Brunzi? Oder macht ihr heute ja nicht so? Au. Na, es stimmt. So, einer sollte jetzt dann noch kommen, gell? Hier, die übernimmt's da. Mhm. Ich würde schon alle. Schau mal, wo der letzte ist. Warum stehen die da? Wegen der Aktion da hinten. So. Weil man auf mich schießt. So. Wie kommt es, dass Gary Langarm hat? Gute Frage. Der Kollege. Hat das gehört? Taurin Dragons Pedal, herzliches Dankeschön für den Follow. Gary. Ja. Wie hast du Langarm, wie hast du deine Ärmel runtergekrempelt? Ja, ja, ja. Perfekt. Dann einen Termin machen. Erzähl ich dir nachher dann einmal. Okay. Mach mal nach dem Einsatz, erzähl ich dir. Passt. Du Lola. Ja. Sieht hübsch aus. Voll, ja. Warte, ich muss mal was trinken. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Cool. Schaut ja richtig cool aus. Den Herrn hat der Fuchsel mit Fenta und Novalgin wieder gespritzt, gell? Mhm. Der macht gerade Heidi-Mütze. Okay. Soll ich EKG picken und sich jetzt der Ludwig 9 begleitet den RTW Richtung Grove Street. Was 1 für Hallnetz 2. Brauchen Sie jetzt noch ein RTW vor Ort? Grüß dich, Taurin Dragons Pedal. Sogar Frau Häusler hat's erwischt. Wer? Hä? Ich lese den Namen komplett zum ersten Mal. Weder auf AX. Gut, also der Herr, der jetzt ganz hinten links liegt, dem geht's soweit gut. Der bleibt jetzt noch 5 Minuten liegen und dann kann er. Genau. Alles klar. Passt. Gut zu wissen, danke. Gerne. Der Herr, der da hinten liegt, ist niedergespritzt mit Fentanyl und Novalgin. Der schlaft gerade. Ist okay. Ah, okay. Ja? Gut. Passt. Mhm. Falls irgendwas ist, wir sind irgendwo da in der Umgebung. Ja, ja, passt. Passt, danke. Gleich, mein Meister. Grüße. Ja. Alles gut? Nur schlecht. Vivi, jetzt kommt die 5. Scheibe. Ah, du bist Paddel, oder? Also ganz normal Paddel. Ja, Gripo 4, informativ. Der zweite Grüne in der Grove, ebenfalls Rosk. Oh, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sein. So oft wie die. Oh Gott. Ja, meinetwegen. So oft wie die Reanimationen jetzt gesetzt und gestartet haben, hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der noch Rosk wird. Aber gut. Ich lass mich gerne überraschen. Ah, ja, ja, jetzt verstehe ich, ja. Ja. Waren das nicht viel los, dem Silla, die Rosk waren? Am Funk haben 3 durch, glaube ich. 3 und 2, ja. Genau, 3 ja, und 2. Gut, das heißt, wir haben 3 Lost und 2 Grofler. Genau. Ja, aber die Groves sind, glaube ich, sogar die Opfer in dem Fall. Ich weiß, ich kann den Tatergang jetzt, ich kenne den Tatergang nicht, aber das Einzige, was ich weiß, Schüsse aus der Grove Street, 2 Groves am Boden, die Lost flüchten zu 5. von der Grove. Also das scheint mir so, als hätten die Lost die Groves überfallen und wir haben es dann bei der Flucht erwischt. Dann habe ich halt alle niedergeschossen. Was, dann sollten wir jetzt alle vollzählig haben, dann fehlt jetzt nur noch mehr ein Grofler. Ja, Justin, wenn du es vergisst oder wenn wir es morgen machen, ist es wurscht. Die medizinischen, die finden sich irgendwann sonst. Ja, ist klar. Okay, passt. Gut. So, der Herr. Perfekt. Hat das jetzt einmal kurz ihre Arme? So, und alle, die auf dich geschossen haben, sind da jetzt am liegen, oder? Und rechter Arm drüben? Ja. Okay. Nein, der Grüne da nicht. Also jeder von den Lost. Das waren 5 Lost, 3 sind Ross, die anderen beiden noch vom Medizinischen. Okay. Okay, gut. Ja. Beide Arme. Hallo, servus. Acker Hardings ist eher spärlich, gell? Ja, ja, wissen wir schon. Gut. Das war was. Ansonsten? Roscast Return of Spontaneous Circulation. Das ist, wenn du jemanden reanimierst und er kriegt einen Kreislauf wieder zurück. Dann schau ich kurz.
Der Herr da hinten wäre entlassungsbereit. Okay, danke dir. Super, gern. Danke. Grüß Gott. Grüße die Dame. Grüß Gott. Servus. Ich komme mal freiwillig mit, sie brauchen mich nicht, Fessler. Okay. Sehr freiwillig. Waffen sind dann abgenommen. Ich glaube, sie sind schwer verletzt genug. Sie gehen mal bitte vor, bevor sie. Okay. Ja, weil ich schaffe das Ganze psychisch. Ja. Die Hüfte. Linke oder rechte Seite? Alle nicht, bleib da. Mhm. Passt. Lola hat gerade ingame eine voll schöne Frisur. Der, haben sie was getrunken? Nee, irgendwie ist mir gerade komisch. Okay. Ganz kurz, ganz kurz. Mhm, ja, kein Problem. Jo, vielleicht jetzt weiter. Passt. Wenn es nicht mehr geht, gell, bringen wir sie ins Spital. No. Ich hab bloß gerade so Angst. Ich kann das nicht mehr. Okay. Brauchen Sie wieder einen Arzt? Nee. Ganz sicher? Ja. Prost. Folgen Sie mal bitte. Das ist überhaupt der Beste. Können wir den ein Parkticket ausstellen? Ich könnte es ja von mir schleppen. Ich weiß nicht, Schon da haben wir schon. Da haben wir den ersten. Jetzt schon der Geier, oder? Ja, wir sind eh gleich weg. Sorry. Ja, kein Problem. Nein, nur. Und das ist der Schwindlich. Ja, aber der ist ein Wahnsinn. Der dort. Ja, er ist wie der Beste. Komm ich da jetzt rein? Also der kann nicht Auto fahren. Einer muss. Ja, einer. Genau. Muss da ein bisschen durchblicken. Ja, alles gut. Habt ihr die Warnblinkanlage eingeschalten? So, jetzt muss ich schön nach hinten, gell? Muss man nicht vorne sitzen. Der ist doch full, wer denn? Die neuen Berufsrettungsjacken schon super aus mit den Distinktionen um. Schon wirklich gut aus, sehr, sehr gut aus. So viel Polizei waren in den letzten 3 Jahren in dem AKH. Ja. In den letzten 5 Tagen. Ja, Ausnahmesituation. Jeden Tag. Ludwig, der informativ, wir fahren mit den zweiten Angeschaffenen von der Grove Street auch in den AKH. Alin. Jo. Ja. Es ist jetzt einer von der Grove da, der andere kommt noch. Der hat außerdem eine Schusswaffen dabei. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen alle, die hier sind im AKH mal mit. Das heißt, die drei Lost, die zwei Groves, aber in getrennten Fröschen. Weil wir haben hier zwei da. Und es sind ja eh nur drei Lost da, das heißt, wir nehmen die getrennt. Ich glaube, der ist gut. Ja, passt. Wie viel hat er ihm bitte gegeben? Weiß ich nicht. Warte mal. 50. Was, 50? Wenn du dir 50 MG-Fenter gibst, dann ist es vorbei, gell? Ja. 50 Milliliter Fenter ging. 50 Milliliter, bist du irre? Das kurz das Essen hier, glaube ich. Der schläft dein ganzes Leben durch. Ja. So, was haben wir da? Servus, Schokobon! Grüß dich! So. 2 Milliliter, ist gar nicht so viel. Geht. Novalgin. Joe, mein Bester, servus, grüß dich. Gar nicht so viel. Also eigentlich müsste er da von seinem Heidi-Mütz langsam aufwachen. Wie hat der Gary Langham gemacht? Gibt's da irgendwas? Wie schaut's EKG aus? Alles gut. Keine auffälligen Werte. Interessant. Ja, musst du. Ich bin wieder bei dir. Jo. Nur zu. Der Herr? Alle mein Sektorwagen wäre beim MTC-Abfall bereit. Fahren wir dann kurz Hallo. Zum MTC und dann fahren wir zum natürlich. Sektor. Passt, danke. Aufwachen. Ich hab gehört, du streamst bis 23 Uhr. Na, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Muss morgen noch arbeiten. Ganz sicher nicht. Bei aller Liebe euch gegenüber, aber ich muss auch mein Geld wieder verdienen. Und?
Nö, aber wir könnten ja mal... Eine Woche nicht mehr, oje. Dann hört's Fenster auf zum Wirken. Ich zieh's dir auf. Danke dir. Bam und Abo, danke. Mundl! Ja, ja, geht. Servus, wo arbeitest du? Ich arbeite im ersten Bezirk als IT-Techniker. Oh. Nein, das ist Vega Overall. Das ist der richtige Vega Overall. Nur mit Langarm. Siehst du doch an den Achseln, ja, und allem. Jetzt haben wir eine Luxon aufzogen jetzt. Also an den Achseln. Dann ist halt genau dasselbe Modell, nur hat er da die Ärmel ausgerollt. Ja, das. Alles gut bei dir, Alex? Wie geht's Ihnen? Ja, Kripo 4 mit einer Armfrage. Was ist mit den zwei los, die da im Warteraum draußen sitzen? Haben sie irgendwo Schmerzen? Das sind möglicherweise die notfallmedizinisch sind und würden wir dann ignorieren. Wo? In der Brust. In der Brust. Und wir ziehen ihnen mal die Jacke aus. Das sind die notfallmedizinisch sind, die sag ich. Schauen wir mal. Helfen wir mal rüber. Ich gehe mal kurz hier rüber. Ja, ich bin jetzt gerade bei der Eiweiß-Fett-Diät gut dabei. Und es ist genau das eingetroffen, was du gesagt hast, was am Anfang eintreffen wird. Und das ist ja, nicht so leiwand. Okay, gut. Wie schaut es mit den Schmerzen aus? So. Brustbrechen. Bei den Schmerzen geht es noch der? Mhm. Es wird ein bisschen stärker. Also ich könnte mal was kurz hier okay. Von der Skala von 1 bis 10, wie stark sind nicht mehr. Nichts Scharfes ist, nein. Schusswunden. Vielen Dank. Okay. Wenn wir uns kurz eine Reaktion werden, die Kugel rausholen, so schaut's aus. Oje, Schokobon. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also ich habe live, glaube ich, 2 Vega-Einsätze bisher gesehen. Ich schaue das aus, wenn ich hier leicht drücke. Ach du herrliche Scheiße. Okay. Der Teppich ist auf Diät. Yep. Notwendigerweise. Ich hätte da ambulante Kugelentfernung, gell? Ja, mach ruhig. Wenn du mich brauchst, okay. Sagst Bescheid. Ja, passt. Alter Schwede, ich muss schlafen, das Leute. Das muss nur eine Brennung sein. Wieso wird der jetzt operiert, verdammte Scheiße? Ich weiß, es brennt. Ich gebe ihm nochmal ein bisschen Novalgin, gell? Was sonst, glaube ich, wird das. Und was macht man eigentlich so bei den Lost? Fährst Motorrad und schaust gut aus. Wenn's irgendwas brauchen, sag's einfach Bescheid. Alkohol war nicht schlecht. Damit kann ich Ihnen nicht dienen. Hammer halt. Schade. Gut, dann gehe ich einmal kurz rüber schauen. Die Farbreiche noch ein bisschen Novalgin, gell? Ja, mach. Sonst. Mach. Oder können mehr Spritzen geben, so. Einfach zur Beruhigung? Was zur Beruhigung? Zur Beruhigung. Sie sind ruhig. Na, ich doch nicht. So, Gary, ich müsste demnächst irgendwann einrücken. Und jetzt wird der ernsthaft operiert. Du einfach alles dann mit draufschreiben. Ja, dann fahre ich kurz mit dem PC. Ja. Na, alles gut. So, da. Ich fahre dich schon. Ja, so, ja, ich meine. Es könnte sein, dass es jetzt vielleicht ein bisschen zwickt, gell? Wenn es wirklich eilig ist, dann fahre ich zu meinem PC und dann kannst du aus. Aber du musst da ein bisschen, ja, ich fahre dich mal zu meinem PC. Weil ich muss schauen, dass ich die Kugel finde und ausbringe, gell? Das heißt nicht gut. Ja, es wird sehr starke Schmerzen. Na, never ever. Okay. Schau, Gary weiß besser, wo ich mein Auto geparkt habe als ich. Oh, mein Auto war abgesperrt. Okay. Ich vergesse immer, wie nah der MTC ist. Ja, mittlerweile nicht mehr so weit entfernt, zum Glück. Auf jeden Fall danke, Alin, dass du nochmal gekommen bist. Na, alles gut. Gut. Was? Dann dir auf jeden Fall einen schönen Abend, gell? Danke dir ebenfalls. Gesund bleiben, gell? Ja, ich hoff's. Ich versuch's. Ciao. So, jetzt muss ich nach Mödling noch fahren. Alter Schwede, jetzt muss ich ernsthaft noch nach Mödling fahren, weil mein Auto dort steht. Hoffentlich. Oh, hoppla. Ich muss sagen, das ist mit Abstand die unlogischste Kreuzung, die es gibt. Ich hasse zwar österreichische Sirenen. Ach, ich finde, die gehen eigentlich voll. Besser als amerikanische.
ist das? Das ist für mich keine Sirene, das ist ein Konzert. Was hat Bosnien eigentlich für eine Sirene? Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, als ich in Bosnien... Danke Schokobon für deinen Follow, mein Lieber. Also ich bin ja in Bosnien aufgewachsen, aber... Pff, das ist so lange her, dass ich das letzte Mal eine Einsatzfahrt von der Polizei mal mitbekommen habe, also... Schön nachgemacht. Danke, oder? Das war, ich finde, das trifft den Nagel komplett auf den Kopf. Wurde ja Zeit für einen Follower, ja, auf jeden Fall. Ich bin enttäuscht, dass der jetzt kommt. Ja, Fischi? Wann bist du in Bosnien aufgewachsen? Die ersten 3 Jahre meines Lebens. Also aufgewachsen ist überspitzt gesagt, aber die ersten 3 Jahre meines Lebens. Also ich bin 99er Baujahr und Ende 2002 bin ich rausgekommen. Sektor 6 mit einem eigenen Einsatz auf der Ostautobahn eine Massenkarambolage. Grüß Gott. Grüße. Der MTC ist schon unterwegs und macht er gleich sauber. Ich warte hier schon seit 10 Minuten und komm nicht durch. Der MTC macht sauber? Ich mein, ja, okay, was ist denn da bitte passiert? Ich bin mit zu schnell angerauscht, ja, dann stand auf einmal ein LKW, ich bin abgebremst und seitdem stauen sich da immer mehr MTCs. Und der LKW ist einfach so... Der stand da, jetzt haben sie noch besser hingerückt, aber der stand da einfach quer, ja. Okay. Clear einfach, ja, kann ich nicht. Okay. Also MTC ist schon informiert, hast du gesagt? Ja. Okay. Ein freies Funkmittel für den Sektor 6. Leute, ich muss langsam schlafen gehen. Wie viel Pech kann man denn haben, bitte? Sind alle Funkmittel gebunden? Wahnsinn. Ja, ist, diese Story kannst du halt echt nicht ausdenken. Weißt du, ich fahr vorhin außer Dienst. Pass auf, das ist jetzt das Geilste. Ich fahr außer Dienst. Komm von der Autobahn, fahr nach Mödling rauf, park ein, höre 2 Panic-Buttons. Gehe ich wieder in den Dienst, obwohl ich außer Dienst gehen wollte, weil ich im Kopf langsam wirklich schlafen muss. Fahr wieder zurück in die Stadt. Bin dort, ja, eine gute Stunde. Ja, fahre wieder Richtung Mödling und sehe das da. Also irgendwie... Weiß nicht. Das ist ein schlechter Witz, glaube ich. Ja, es ist also, ja, ich stand ja erst nur der LKW da und innerhalb von 7 Minuten kommen ja immer mehr Autos. Also, der MTC ist schon da. Ah ja. Ja, ach so, der LKW fährt nicht mehr, gell? Ja. Den krieg ich da auch nicht weg, deswegen. Okay. Sonst hätte ich das schon irgendwie weggeräumt. Okay. Ja, Mann, bin gleich wieder da. Ja, ja. Na super.
Alter Schwede, das ist halt, das kannst du halt keinem erzählen. Das kannst du halt wirklich keinem erzählen. Wo siehst du, Geschissener? Sektor 6. Ja, wie ist bei Ihnen die Lage mit Massenkarambolage auf der Autobahn? Kurz zu warten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, Sektor 6 mit einem Zwischenbericht. 16 Fahrzeuge nicht ineinander gefahren, aber ein paar ineinander gefahren, ein paar stehen, ein paar warten. Der MTC ist bereits eingetroffen, um das fahrspurblockierende Fahrzeug abzuschleppen. Ja, so verstanden. Das kannst du halt keinem erzählen. Unglaublich. Oh! Oh! Den jetzt geschoben? Erst wo siehst du das? Ist doch nicht, dass der LKW... Alter, der hat aber Kraft. Na, bist du deppert, Alter. Nicht schlecht. Passt das auf jeden Fall drauf? Ah. Oje. Jahrelang, da bist du deppert. Alles gut, Herr Koch. Ich wollte da nur durch. Alles aggressiv. Ja, kriegst du mal. Ich weiß es nicht, ich bleib lieber. Weiß nichts. Beruhigt sei. Achtung, geh zur Seite, geh zur Seite. Die Dame, die linke Spur ist frei, gell? Ja! Jawohl, geht schon, kommt's! Jawohl! Ja, Alter, na Wahnsinn! Na, Alter! Boah! Sie haben es gehirn! Nicht schlecht! Ja, und da kommt die nächste Intelligente! Hören Sie zu! Die linke Spur! Links! Na, das ist hinten! Ja, ja, perfekt! Ja, danke! Ja, nein, Meister! Boah, das war knapp! Oh, Jemine! Oh, okay. Gut. Oh Gott. Haben wir kurz hier die Lage geklärt. Was? Gut, so, schau mal. Schleppst du das ab oder was machst du damit? Das ist ein bisschen groß, gell? Ja, LKW-Abschlepper haben wir ja leider momentan nicht. Okay. Also bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, die Mödlinger haben zwar. Mhm. Denn. Ich könnte es versuchen, aber ein Job gescheiter wäre, wenn ich das von den Mödlingen abholen lasse. Ist einer vom Magistrat, aka Asfinak, da? Man kriegt den aber auch nicht so weggeschoben, dass er niemanden stört. Hast du, könntest du nicht theoretisch. Ja, viel mit einer Anzeige. Ich weiß nicht, ein bisschen flicken, damit du ihn auf die Forsch mitnehmen. Ja, das könnte ich. Deiner hat der Schuss auf mit sich geführt, und allgemein ist ja noch der Tatbestand unbekannt. So, ja. Bitte beide durchsuchen, bevor man es sagt. Ja, verstanden. Die Asfinak für die Polizei. Die Asfinak hat sie. Ja, grüß Gott, hier die Polizei. Einmal bitte, wenn möglich, die Autobahn absichern bei der Postleitzahl 4002 nach einer Massenkarambolage auf der Ostautobahn. Frage, Blaulicht, erlaubt? Ja, so positiv. Ja, da können Verstanden, sind am Weg. Herzlichen Dank, Exekutive verlassen von Kreis. Oh je, Mini, also das war... Ja, Sektor 6 mit einem weiteren Zwischenbericht. Der Verkehr fließt wieder, allerdings ist noch ein LKW abschlepppflichtig. Die Asfinag wurde informiert. Der behaarte Haare, ja. Alles klar, Lukas, mein Lieber. Herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Gute Nacht. Schau mal. Ich bin mir sehr unsicher, dass ich das Teil da habe. Das ist halt auch kein Kollege gerade im Dienst. Okay. Passt, die Asfinag wäre grundsätzlich da. Ich glaube, dann rücke ich auch langsam ein. Schönen Dienst noch. Danke. Schlafen. Viel Spaß. Danke.
Also, es war halt eine Massenkarambolage und ja, der LKW steht jetzt da. Wird wahrscheinlich vom MTC auf die Schnelle geflickt, damit er auf den Grünstreifen da rübergebracht werden kann, gell? Jo. Aber ich habe jetzt mal zur Sicherheit dazu geholt. Ich werde jetzt erstmal einrücken, gell? Sollte irgendwas sein, einfach ein SMS für die, an die Polizei schicken, gell? Oder ja, die Polizei veranstalten. Danke fürs Kommen, gell? Kein Problem. Immer wieder gern, danke schön. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, Sektor 6 mit mit Endbericht. Ich fahr zu. Ja, Sektor, sie sind um die Ecke. Was macht Asfinag, Autobahnmeisterei? Ach komm. Sektor 6 für Sie, wenn Sie Unterstützung brauchen, Gepo 4 wäre für Notfall bereit. Ja, schauen wir mal, eintreffen in 800 Metern. Ja, der Froschkönwolf fährt vom AK Richtung HPK 1 ab. Sektor 6 eingetroffen. Das war ein schlechter Witz, oder? Autobahnmeisterei. Ah ja, richtige Waffe in der Hand auf jeden Fall. Negativ, negativ, negativ. Alter, bin ich komplett blöd jetzt, was ist jetzt? So, Vega-Weste. Helm. Sektor 6 übernimmt die Innensicherung. Polizei! Ah, Sektor 6 meldet Innenbereich sicher. Kripo 4, wenn's zufahren könnten, da ist eine Kugel zur Spurensicherung. Na, ich hab auf jeden verstanden auf Zufahrt. Wie schnell war der? Der hat den Raub nicht fertig gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Also wenn das jetzt... Entschuldigung, aber das ist ja ein schlechter Scherz. Ich schau trotzdem mal im Waffenladen vorbei. Ja, Frosch kann wohl eintreffen, SPK. Das ist es ja, die hat kein Geld mehr geworfen. Das heißt, der muss fertig geworden sein. Das kann ja nicht wahr sein. Alter. Das ist geschissene Brille. Ich glaube eher, da nutzt einer deinen Stream. Naja, dann hätte er aber nicht diesen Bilder überfallen. Kripo 4, wie lange brauchen sie, bis sie eintreffen? Ja, 3 Kilometer noch. Ja, verstanden. Ja, Waffenladen ist ebenfalls negativ. Na, so verstanden. Genau, das glaube ich nämlich auch. Er ist nicht so weit gekommen. Aber wieso hat er denn instant abgebrochen? Woher will er wissen, dass Streifen in der Nähe waren? Ich bin ja ohne Hörndl losgefahren. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, ob Benjamin 77 offiziell noch da ist. Ja, da kriegt man ferntreffen. Danke dir fürs in die Story posten. Oh. So, da schauen wir mal, was wir finden. Also ich habe eine nahe drinnen vor der Kasse. Keine Ahnung, was da passiert ist, muss ich ehrlich sagen. Ich war innerhalb, weiß nicht, 30 Sekunden da.
Ist alles weg. Ja, ich denk's mal, du warst um die Ecke. Mhm. So schnell kann der gar nicht da irgendwas drinstammen. Ist die Kassiererin, lebt die noch? Ja, die lebt noch. Ah ja, okay. Also bei mir steht sie da, okay. Noch keine Ahnung. Ja, bei mir hockt's da hinterm Tresen, aber sie lebt auf jeden Fall noch. Okay. Hä? What the fuck? Ja, passt, sag, funkt einfach durch, ja, was die Spurenauswertung ergibt. Was die Spur gibt. Passt, dann rück ich endlich ein. Kann nicht wahr sein. Mal schauen, ob's das schaffst. Na, pass auf. Ich rück ein Richtung Mödling, weil mein Auto dort steht. Hör okay. Zwei Panic-Buttons. Geh in Dienst, fahr wieder zurück. Bin arschmüde, ich sag's ja wie sie ist, ich bin arschmüde. Das glaube ich. Fahr vom Panic-Button wieder hierher, nachdem ich dort eine Stunde oder so verbracht habe, nachdem ich noch im AKH war und so weiter. Denk mir so, ja, leiwand, gell, wir fahren mal wieder nach Mödling. Ist da eine Massenkarambolage? Jawohl. Ist die Massenkarambolage endlich fertig? Zack, komm ich her, weil hier ein Bühler ist. Alter. Super. Unglaublich, das kannst halt keinem erzählen. Naja, ich drück dir die Daumen, dass du das dieses Mal schaffst. Ja, passt. Ja, gib dann im Funk durch. Das interessiert mich wirklich, wer das war. Gib das bitte im Funk durch. Nicht nur dich, ja. Passt. Ich sag Bescheid. Passt, danke dir, Papa. Jetzt aber Sektor 6 einrücken. Kripo 4, Richtung SPK. Die Jogel ist voll sympathisch. Ja, voll. Jogel ist so ein netter Mensch. Das ist so ein netter Mensch. Habe ich echt, echt gern. Ist wirklich so ein netter Mensch. Moment einmal. Ich war falsch, oder? Na, passt. Gibt's noch irgendeinen Lost in den Raubschatten? Weiß ich nicht. Der Alten natürlich auch. Danke, Josef. Na, aber Jogel ist wirklich voll gar sympathisch. Wirklich, der hört sich einfach so nett an. Keine Ahnung. Aber wenn du hinter Gittern bist und er steht dir gegenüber, dann ist er gar nicht sympathisch. Also da habe ich ihn teilweise schon gehört, wo ich mir gedacht habe, Alter, das kannst du? Das kannst du? Du kannst so sein? Absolutes Neuland, sag ich euch, wie es ist. Also ich war schockiert. Oh. Wir lassen uns den Funkspruch nochmal geben, wie das war. Der Jogel ist der gerade bei mir war. Alter Schwede. Und ich wollte um 9 gehen. Kripo 4 eintreffen, SPK. Das ging schnell. Der ist schneller im SPK eingetroffen, als ich in Mödling. Wobei, so weit hat er es auch nicht. Bekommt ihr eigentlich auch Strafzetteln, was meinst du? Ob wir geblitzt, wenn wir geblitzt? Nein. Kriegen wir nicht. Gott sei Dank, er steht noch da. Hatte ich schon dezent Angst. Na, den fahre ich nicht an. Top 40. Sektor 6 aus dem Dienst. Kripo 4 Games, das bitte unbedingt mal durch. Also sobald die Aussage fertig ist. Der Ludwig, 9 ebenfalls zum Billett. Na sorry, aber das ist ein schlechter Scherz. Ja, Frage, welches weitere Funkmittel fährt zu? Sektor 2. Ah, danke, Sektor 2. Safe Trolling, ja. Das ist sicher Trolling. Oh, jetzt hab ich... Sektor 2 trifft er. Nein. Kurz vor dem Dienst. Das ist ein ganz, ganz schlechter Scherz.
Sektor 2, ja, Innensicherung aufrecht, wir schauen nochmal außen noch. Sektor 2, da ist gerade ein interessanter Dispatch für Sie reingekommen. Der Kripo 2 fährt zum letzten Dispatch. Der Data befindet sich angeblich vor dem Lokal der Lost MCs. Ja, verstanden, wir fahren einmal zu, vielen Dank. Ludwig 9 schließt sich an. Normativ ja. Stoppe 100, treten Funk ab. Wir halten kurz Rücksprache mit dem Aufforderer. Oh. Informativ, Grip 100 Wechsel auf Exe 4, so ob der, wir haben das, was wir benötigen. So, das muss ich mir jetzt mal kurz anschauen. Das finde ich dezent nicht leibend. Muss ehrlich sein. Dicht in seinem Audio 3 versuchen eine Anhaltung. Er sitzt dazu bedacht, nehmen wir, das soll der Täter sein. Vielleicht noch ein weiteres Funkmittel zum Sektor 2, dass er nicht alleine bleibt. Ja, Kripo 4 informativ, Spurenauswertung. Daher Kai Schneider, bis jetzt einmal auffällig. Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen, sonst seine Akte noch leer. Ich weiß, was ist, ja. Aber ich gleich mit einer Anfrage, wo befindet sich der Sektor 2? So, Moment. Ich schicke euch kurz in den Pause-Screen und spectate mal durch. Ah. Ja, verstanden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Sektor 6, also Dienst, schönen Abend. Na, Wundi, das werde ich nie machen. Das werde ich nie machen, Leute bloßstellen. Fällt das nicht unter Cop-Baiting? Also wenn er es, was ich nicht glaube, wenn er es absichtlich macht, um mich die ganze Zeit zu baiten, dann ist es ein bisschen mehr als Cop-Baiting. So. Ich werde eh gleich kurz mit ihm reden. So, aber nach dem Streamen. Bekomme ich noch ICFI? Ja, keine Sorge, ich hab's nicht vergessen. Keine Sorge. So, wir rücken noch ein. Auf alle Fälle ein Bankgrund. Ich muss ehrlich sein, ich glaube nicht. Es ist Metagaming. Ja, Metagaming, Stream Sniping, Copbaiting. Arschloch sein. Aber wenn das so ist, dann ja, dann ist das ziemlich kritisch, aber das werde ich dann auf jeden Fall behandeln. So, einmal noch Icy Fire. So. Oh jemine. So, was ist da jetzt? Aha, okay. Oh,
Ja, das müssen wir dann schauen. Das ist jetzt nicht so dringend. Dankeschön. Joe, ja, viel. Seit dem Restart wirklich fast jeden Tag mehrere Stunden da. Und bei der Vega verdient sie jetzt nicht so schlecht. 850. Häuft sich dann halt irgendwann. Plus, ich habe viel Vienna Values gemacht, bevor ich mir das Auto noch gekauft habe, weil ich angezahlt habe, wo ich nicht genug Geld hatte. Musste ich viel Vienna Values machen. Aber hat sich soweit einfach ergeben. Was sich auch noch ergeben hat, Leute, ich hoffe, ihr nehmt das mir diesmal wirklich nicht böse. Ich werde gleich den Kendrick hosten. Ja, also bitte nicht sagen, einfach Teppich Army am besten. Moment. Wuspo Army. Einfach gleich beim Aha, okay, ist case-sensitive, gut. Diesen Emote gleich beim lieben Kendrick in den Chat spammen, ja? Wir werden den lieben Kendrick gleich hosten. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen. Ich bin todmüde. Wir hören uns demnächst, nicht morgen, aber demnächst. Eine wunderschöne gute Nacht. Baba.